die Sparkle-Palette bei Action entdeckt und musste sie natürlich direkt mitnehmen. Kostet jetzt 4,65 Euro. 4,65 Euro, also keine 5 Euro. Und ich habe schon einige von dieser Sorte zu Hause und ich finde die alle ganz solide. Zum Teil solider als Essence und Catrice, zumindest was die Mattenfarben angeht, übrigens. Und ich zeige sie euch einfach mal. Ich glaube, die alten hatten alle einen Spiegel. Kleiner Moment. Hatten die alten alle einen Spiegel? Die hatten früher einen Spiegel. Diese Palette hat jetzt keinen Spiegel und ich glaube, die haben den Preis um 20, 30 Cent angehoben, aber jetzt wirklich nicht das meiste. Dafür finde ich, machen die, ich blende euch die mal ein bisschen mehr ein, die Schimmerlidschatten einen recht guten Eindruck. Im Prinzip ist es eine Palette mit recht vielen neutralen Farbtönen. Hier ist mal ein Pop of Pink. Da ist so ein, der ist so ein Semi-Matter. Also der wird ein bisschen Schimmer drin haben, so einen leichten Roseton. Und hier oben auch nochmal was. Aber und da ist ein Flieder drin. Sonst sind die Mattentöne eher neutral gehalten und die Schimmertöne auch. So ein bisschen lenkt das ab, weil die ganze Palette ja richtig schön in Pink gehalten ist, dass das vielleicht eher eine neutrale Palette ist mit einem Pop-of-Color in verschiedenen Farben. Aber ich muss sagen, bis jetzt haben mich die Action-Paletten noch nicht enttäuscht und mal schauen, was diese jetzt so alles kann. Manche Töne sind ja eher so ein bisschen gemuddelt, also so in die pastellige Richtung, vielleicht auch für den Frühling echt nicht schlecht. Ich habe mich mal hier angepasst, ne? Das ist ein bisschen groß. Kann sein, dass es nach einer Zeit runterrutscht. Aber ich muss mal ein bisschen eben Lipgloss auftragen. Ich habe nicht das Gefühl, dass meine Lippen extrem trocken heute sind. Ich nehme dafür hier die Juicy Bomb von Essence. Die ist nicht schlecht. Ich würde die aber nicht nochmal kaufen. Weil da ist extrem viel wenig Inhalt drin. Da sind irgendwie nur 2,5 Gramm oder sowas drin. Ich glaube, das ist auch schon abgenutzt. Und dafür kann man sich, glaube ich, einen anderen Lipgloss besser kaufen. Das ist halt nur ein Lipgloss. Ist halt, ne? Schmeckt relativ gut, aber ansonsten ist es jetzt wirklich nichts Besonderes. Ja, was habe ich sonst noch mitgebracht? Genau, den Mattifying Primer habe ich ja schon öfter benutzt. Ich bin jetzt wirklich keine, die Primer braucht vielleicht, aber benutzt nicht wirklich. Ich benutze eigentlich immer eine gute Gesichtspflege morgens. Im Moment benutze ich von Garnier dieses Active Coole Zeug. Also diese schwarze coole Creme, die ich euch auch in irgendeinem, wie heißt das Ding, live? Nein, live nicht, Haul gezeigt habe. Die habe ich mir in den Ferien beim DM gekauft. Ja, und die benutze ich eigentlich immer. Ich habe mir mal irgendwann den Primer gekauft bei Action, als es den direkt neu gab. Und probiere den immer mal wieder aus, aber so einen riesengroßen Unterschied sehe ich halt einfach gar nicht. Also ich werde relativ schnell rot, das ist ganz normal bei mir. Ich habe im Moment auch mal wieder ein paar Unreinheiten. Die hören irgendwann auf oder auch nicht. Also manche Menschen haben Glück, nach der Pubertät hören sie auf. Manche Menschen, so wie ich, haben auch Pech, da hört das, glaube ich, nie auf. Und ansonsten, ja, was soll ich dazu sagen? Pflegt ein bisschen, hat ein bisschen Niacinamide sogar drin. Ich habe mal das, da hinten stehen ganz, ganz klein die Inhaltsstoffe. Ich habe die mal durch so ein Inhaltsstoffe-Dings geschleust. Die meisten Inhaltsstoffe wurden erkannt. Es wurden auch ein paar nicht erkannt. Vielleicht war da auch irgendwie ein Tippfehler, Rechtschreibfehler oder so drin. Oder aber auch beim Einscannen hat das nicht so hundertprozentig funktioniert. Aber Standardinhaltsstoffe. Die meisten sind gut. Viele sind auf der mittleren, oder manche sind auf der mittleren Skala, wie zum Beispiel, ich glaube, da ist ganz eben Parfüm drin oder so, aber ne, nicht wirklich viel, man riecht es auch nicht. Der riecht neutral. Gar nicht. Vielleicht zum Überdecken des Ganzen ist da ein bisschen Parfüm drin oder so, aber ansonsten war die Inhaltsstoffliste gar nicht mal so übel, wie man sich das so vielleicht vorstellt. Ja, als Primer für mein Gesicht, für meine Augen, denn ich habe ölige Augenlider. Und wenn ich keinen Primer oder irgendwas zum Setten benutzen würde, würde alles an die Lidschatten einfach in meinen Lidfalten rutschen. Das ist übrigens auch schon seit Schulzeiten so, seitdem ich mir im Prinzip ein bisschen Lidschatten gönne. Mal mehr, mal weniger, ist das halt immer in die Fältchen gerutscht. Ich habe mich dann immer gewundert, wieso das bei manchen nicht funktioniert und bin dann irgendwann, hat mir jemand den Tipp gegeben, benutze doch einfach mal einen Primer. Ja, und seitdem mache ich das und es ist weltbewegend, wie krass und wie gut das funktioniert. Deswegen, ich brauche einen Primer. Manche sagen ja, die testen lieber ohne Primer. Ich teste gerne mit Primer, weil das halt das ist, wo ich einfach immer testen müsste und muss auch. Weil einfach meine
Augenlider zu doll ölig sind und dann alles wegrutscht und das wollen wir ja dann auch nicht, oder? Also ich zoome euch jetzt ran und dann machen wir einen schönen Look mit der Sparkle-Palette. Ich bin mir noch nicht hundertprozentig sicher. Ich möchte ja wirklich gerne mal den Flieder ausprobieren, wie gut der ist, weil Catrice hat ja für 12,99 Euro die Joker-Paletten rausgebracht und da waren ja diese ganzen Lila-Töne nicht so dolle. Ich meine, das ist jetzt auch nur ein heller Fliederton, aber man sieht trotzdem, ob der auf dem Gesicht bleibt oder ob der einfach sich wegblendet. Und dann schauen wir einfach mal weiter, wie dann die Reise so geht. Ich habe mir da jetzt noch keine Gedanken gemacht. Ich muss sagen, dass dieser Ton geswatcht und der Ton geswatcht, ich habe schon mal ein paar nachgeguckt, relativ gleich sind. Das hat eine gräuliche Base, das hat eher so eine goldene Base, aber geswatcht sehen die sehr, sehr ähnlich aus. Swatch Party kommt nach dem Look. Ja, ich zoome euch ran und dann könnt ihr mal ein bisschen zugucken, wie ich jetzt so mein Make-up mache. So. Es ist extrem dunkel heute. Also wundert euch nicht, der Himmel fällt runter. Es ist mal, guten Morgen, es ist mal wieder total doof und extrem schlechtes Wetter draußen. Ich versuche mal einmal so ein bisschen vielleicht, ein bisschen mehr Licht zu machen. Ich glaube, so ist besser, oder? Ich gucke nochmal, dass ich die Lampe ein bisschen mehr nach mir hindrehe. Umso näher ich nämlich meine Kamera ranzoome, umso weniger Licht gibt die mir. Und dann machen wir mal hier ein bisschen wärmer. Dann ist es auch nicht ganz so übel, glaube ich. So, einmal ein bisschen wegdrehen. Ich habe nämlich kleine... Meine Lichter sind eigentlich hell eingestellt. Meine Lichter sind genauso hell eingestellt wie die Tage davor, aber die Lichtverhältnisse... Falsch rum. Die Lichtverhältnisse draußen sind wie im Winter, gefühlt. Also es ist wahnsinnig, wie schlecht das Wetter nach dem schönen Wochenende wieder geworden ist. Ich könnte so ein bisschen heulen, muss ich sagen. Also man wünscht sich ja nichts anderes als irgendwie, dass es endlich mal Frühling wird, dass man endlich mal raus kann und endlich mal die Sonne genießen kann. Aber irgendwie, also April, der weiß nicht, was er will. Ich glaube, das ist im Moment das Motto. Ich gehe als erstes jetzt in diesen Love Bites Ton rein und setze mir den hier vorne hin so ein bisschen. Mal schauen, wie gut pigmentiert er ist. Ich habe jetzt einen Sigma E25 Pinsel. Ich habe den aber nicht nur von Sigma, den Pinsel, wenn ich den jetzt hier habe. So einen ähnlichen gibt es einmal von, wie heißt die Marke jetzt? Dominic Cosmetics, der kratzt aber, der ist nicht so dolle. Und dann habe ich von ganz vielen anderen Marken auch diesen Pinsel, diese Art Pinselform. Das ist auch nochmal ein Sigma, super. Die anderen sind alle unten in der Wäsche, beziehungsweise nicht mehr in der Wäsche, sondern unten eigentlich fertig. Der ist so ein bisschen gepinscht, so ein bisschen zusammengedrückt und ich finde diese Form eigentlich ganz gut. Jetzt gehe ich halt und versuche mir den da aufzutragen. Auf dem Pinsel wird er auf jeden Fall angenommen. Mal gucken, welche Farbe dann auch jetzt wirklich in meiner Crease so landet. Ihr seht es besser als ich sogar. Also in der Kamera seht ihr mehr als ich. Es funktioniert aber. Also der landet da immerhin. Man muss den, glaube ich, recht doll aufbauen. Ist aber jetzt auch nicht der dunkelste Ton. Also er soll auch gar nicht so dunkel sein. Immerhin bleibt er da, auch wenn ich da so ein bisschen dran rumblende. Das ist ja echt so eine Sache. Das hat mich extrem bei Catrice geärgert, bei der lila Palette von der Joker-Form, dass diese matten Töne in lila, aber auch in blau sich in komplettes Nichts blenden lassen haben. Und das ging gar nicht. Also das für den Preis ging gar nicht. Die Schimmertöne waren genial. Die Mattentöne, da werde ich nie wieder zugreifen. Also da werde ich mir immer eine andere Palette zu Hilfe holen, weil das war unter aller Sau, wirklich. Muss ich mal dazu sagen. So. Und ich muss sagen, früher konnten sie es mal eine Zeit lang. Also gerade so die matten, neutralen Töne können sie ja so oder so immer recht gut. Aber die matten auch, die so ein bisschen mehr Farbe hatten, gingen eigentlich auch. Und ich weiß nicht, was die mit der letzten Palette gemacht haben. Ich muss aber auch sagen, schaut euch mal die Verpackung an zu den Standardpaletten, die 10 Euro kosten und zu der Verpackung, die jetzt für die Harlequin-Paletten rausgebracht haben, aber auch für die Essence-Paletten, die haben sich da echt mit der Verpackung ins Zeug gelegt und ich weiß nicht, ob das dann so der Weg ist, den man unbedingt, glaube ich, als Marke gehen muss, dass die Verpackung krass ist, also wirklich mit Wackelbildern, mit allem drum und dran, aber dafür einfach die Lidschatten nicht halten. Ich weiß nicht, ob das dann der richtige Weg ist, den die in Zukunft gehen sollten, ich sag's mal so. Denn mich haben sie jetzt einfach mit den Paletten extremst verärgert und ich werde, wenn ich die nochmal irgendwie was sehen werde, was die da rausbringen, werde ich alles im Laden erst watchen, bevor ich mir da überhaupt irgendwie eine Palette zulege. Schimmer und matte Töne, weil Schimmer können sie ja eigentlich und bei den matten Tönen, da hapert's. So,
Die Farbe, ich muss sie jetzt aufbauen. Also die haben einen kleinen Imprint drin, so ein Sternchen, passend zu Sparkle. Aber das Sternchen ist schon so ein bisschen runtergenudelt. Kann aber. Also ich kriege es auf dem Auge und ich kriege es auch gut verblendet. Finde ich für den Anfang gar nicht mal so übel. Also man hat hier einen schönen hellen Creaston in Flieder. Man hat hier einen schönen hellen Creaston in Pink. Dann hier nochmal ein bisschen anderes Pink. Da ist aber so ein leichter Schimmer drin. Und man hat hier halt ganz viele bräunliche, rotbraune Farben, neutrale Farben. Finde ich ein bisschen schade, da hätten sie liebend gerne auch noch irgendwie ein dunkles Pink oder ein dunkles Lila mit reinbringen können. Dann wäre das so ein bisschen mehr stimmig gewesen. Hier ist auch nochmal eine dunklere Pinkfarbe. Jetzt muss ich mir nämlich überlegen, was ich jetzt im hinteren Bereich mache oder ob ich das einfach bis nach hinten ziehe. Wir haben hier einmal, das ist Stay Here. Dann haben wir noch einmal Made You Blush. Das ist dieser. Das ist, glaube ich, funktioniert auch ganz gut als Blushton. Und dann haben wir als besonderen Pinkaholic, das ist der mit so ein bisschen Sheen drin. Also man hat extrem viele pinke Farbtöne und dann einmal diesen Lila und dann ganz viele braune zum Verdunkeln im Prinzip. Das ist der Lila. Das ist im Prinzip auch, gefühlt ist das der schwächste Farbton und der schwächste Farbton ließ sich aber recht gut aufbauen, muss ich mal sagen dafür. Oh, ich hoffe, man sieht das so ein bisschen. Da sind die anderen matten Töne. Was mache ich jetzt? Ich glaube, ich benutze den komplett in meiner Crease, weil ich glaube, Pink und Lila da an der Stelle. Ich fahre jetzt einfach weiter in meiner Crease und dann verdunkeln wir mit einem anderen Ton. So, da ich ja weiß, dass man gut viel Farbe aufnehmen kann und soll und muss, nehme ich das jetzt auch einfach mal und setze den mir wirklich bis da hinten hin und blende den nach oben so ein bisschen vorsichtig aus. Der kann auf jeden Fall was. Und der ist wirklich hell und der hält. Also, was soll man da noch mehr zu meckern und mehr zu sagen? Es funktioniert. Und das ist für den Preis, also keine 5 Euro. Und wenn man die in der Angebotswoche kriegt, sogar fast meistens noch nicht mal irgendwie die 4 Euro oder 4,20 Euro oder so. Also nochmal wieder ein paar Cent runter. Kann der Ton auf jeden Fall mehr, als ich erwartet habe. Ich muss mal gucken. Hier hinten will im Moment bei mir nicht so viel bleiben, dass da jetzt irgendwie eine Lücke entsteht oder so. Aber ansonsten, ich versuche das jetzt nochmal mit ein bisschen, mit einfach diesem von Dominic Cosmetics, ein bisschen mehr auszublenden nach oben. Da ist jetzt keine extra Farbe oder so dran, sondern der ist wirklich frisch gewaschen. Stolz auf mich, ich habe alle Pinsel am Wochenende gewaschen. Und jetzt gehe ich in Love and Lust rein. Das ist dieser ein bisschen rötlichere Ton. Und setze mir den hinten im Außenwinkel hin. Ja, man hat nicht extrem viel dunkle Auswahl. Man hat noch den und einmal den hier, den Seduction, heißt der? Seduction, ja. Der, das ist somit der dunkelste Ton. Und sonst hat man da eigentlich recht wenig richtig dunkle Auswahl. Ich glaube aber, dass dieser einigermaßen dazu passen wird. Das ist so ein bisschen, ja, man sieht, also die bleiben an den Fingern auch kleben, die Schatten. Der dunkelste Ton, der, glaube ich, ganz gut hierzu passen könnte. Das Lila geht nämlich auch so ein bisschen eher ins Pinkige rein. Wenn ich das jetzt zumindest bei meinem Hautunterton, ohne jetzt irgendwie einen Primer zu benutzen, der alles auscancelt, auftrage, geht das bei mir recht schnell immer in dieses eher pinkige Lila rein, anstatt in dieses kühle Lila, was man jetzt im Pfännchen sieht. So, den trage ich mir jetzt einfach hier hinten auf. So einen ähnlichen Ton gibt es auch in der Catrice Palette. Der in der Catrice-Palette, den habe ich versucht in die Crease zu setzen, weil ich so einfach den gerne haben wollte. Ich bin nochmal neu angefangen. Also da konnte ich gar nichts mit anfangen, das ging gar nichts. Der hielt nämlich noch nicht mal auf den besten Standard-Primer von Trend It Up, also der so ein bisschen mehr Grip hat, da hielt er gar nicht und dieser hält jetzt einfach. Man kann ihn ein bisschen aufbauen, man muss ihn auch ein bisschen aufbauen, um halt die Intensität zu kriegen, aber ich baue lieber gerne auf und habe dann mein Lidschatten auch wirklich an Ort und Stelle, als dann versuchen aufzubauen und der blendet sich direkt wieder weg. So, und gleich kann ich noch den Seduction, den dunkel-dunkelbraun darüber geben, wenn ich möchte, und kann es nochmal einen Tacken verdunkeln, hoffe ich zumindest. Also finde ich schon mal gar nicht schlecht. Ich gehe mal sehr, sehr weit nach außen, weil ich das nachher mit Concealer einfach wieder besser. Ich gehe jetzt nochmal hier in den Fliederton rein, um den nochmal ein bisschen wieder hinten aufzunehmen und das hier hinten nochmal vorsichtig zu verblenden. Jetzt auch nicht zu dolle, sondern einfach nur ganz, ganz vorsichtig. So gerade so ein bisschen die Kanten oder so, dass die nochmal so ein bisschen ordentlicher werden.
So, und baue dann wieder noch eine Runde diesen Love and Lust-Ton auf. Also ich muss sagen, gar nicht mal so übel. Gar nicht mal so übel für eine 4-Euro-Palette, 5-Euro-Palette. Ist ja ein bisschen mehr als die Hälfte. Für eine 5-Euro-Palette, da bin ich vielleicht ein bisschen weit gekommen, aber ansonsten kann man sich die aufbauen und kann man, glaube ich, ein schönes, frühlingshaftes, sommerlichen Look mitmachen. Was machen wir denn an Schimmertönen? Also ich würde mal sagen, das ist erstmal so der matte Part. Wenn ich das gleich noch verdunkelt haben möchte, dann gehe ich nochmal in die Schimmertöne rein, beziehungsweise in die matten Töne rein. Ich suche gerade meinen NYX Glitter Glue. Habe ich mir den nicht mit rausgelegt? Ich bin mal einmal hier, tauch mal ab, da ist er. Denn ich habe mein Kästchen nach unten gelegt. Da ist er. Den NYX Glitter Glue benutze ich ja eigentlich immer. Ich mag den NYX Glitter Glue gerne. Ich weiß, manche mögen das einfach nicht, sich da nochmal einen extra Primer aufzugeben. Ich finde aber immer, dass der, gerade wenn die Lidschatten, die Schimmerlidschatten ein bisschen schwächer auf der Brust sind, das Beste einfach irgendwo rausholt. Und für mich ist das im Prinzip, wenn man sich da einmal dran gewöhnt hat, wirklich so ein Standardschritt, den ich jeden Tag durchziehe. Und jeden Tag eigentlich auch auf die gleiche Weise mache. Also ich nehme dann einfach so ein bisschen auf und verteile mir den erst vorne hin, wo der Lidschatten am besten sitzen soll. Und versuche das, wenn es klappt, wenn ich nicht zu viel aufgetragen habe oder so, so ein bisschen nach hinten in den matten Ton auszublenden. Denn man merkt dann, wenn man den Schimmerlidschatten aufträgt, wo der NYX Glitter Glue endet und wo er angefangen hat. So, wir haben hier jetzt extrem viele Schimmertöne drin. Wir haben einmal hier, das ist oben ein sehr helles, ja, im Prinzip das Pendant zu dem hier so ein bisschen. Das ist der nochmal einen Tacken dunkler. Wir haben halt hier diesen Gold mit einem gräulichen Unterton. Hier einmal neutral, hier haben wir den etwas dunkler. Also es sind wirklich auch viele neutralere Töne drin. Man sieht so ein bisschen, dass die so ein bisschen mehr glitzern als die letzten Paletten, finde ich. Also die haben mehr gröbere Sparkles drin, was mir persönlich sehr, sehr gut gefällt. Ist jetzt nicht, dass ich das schlecht finde oder so. Ich kann euch einmal so ein bisschen, das ist einmal glazed over. Und das, also die geben recht gut Farbe an. Da sieht man den leichten Unterschied. Dieser Glazed Over hat einen ganz, ganz leichten grauen Unterton. Und das ist der Sugar Me. Die sind super, super cremig, würde ich schon fast sagen. Und wenn man sich die nebeneinander aufträgt, sieht man hier so ein bisschen noch den Unterton, dass das so ein bisschen gräulicher wird. Aber ich glaube, auf dem Auge wären diese beiden komplett gleich, muss ich mal da behaupten. Das ist vielleicht ein bisschen schade, aber es sind aber immerhin auch nur 5 Euro. Und dann, wenn man dann einen doppelten, sehr ähnlichen Schimmerton hat, ist das für mich vollkommen in Ordnung. Dann haben wir einmal Mad Obsessed. Das ist dieser wunderschöne, helle, ja, nee, Duochrom würde ich nicht sagen, aber auf jeden Fall hat der eine rosé Base und ein bisschen lila Schimmer drüber. Dann haben wir Girls Night. Das ist der dunklere. Der hat so einen pinkigeren Touch und so ein lila, kühleres Lila als Oberton. Die finde ich schon mal gar nicht mal schlecht, aber ich glaube, das wäre mir jetzt heute zu eintönig. Ich versuche gleich mal wirklich ein wenig in die bräunlichen Farben, glaube ich, reinzugehen. Oder in das Orange. Weil wir haben nämlich auch so einen Orangeton. Dann haben wir Ethereal Kiss. Das ist der. Der hier. Der geht auch schon. Nee, ihr seht jetzt so ein bisschen Gold noch darunter, aber der ist wirklich goldener Schimmer mit so ein bisschen orangenen, bronzigen, nein, was ist das? Auf jeden Fall kein so ein bisschen mehr ins Wärmere gehen. Die kann ich auch noch euch einmal auf dem Handrücken swatchen. Guten Morgen! Und dann sieht man, glaube ich, es ist auf jeden Fall viel Schimmer da. Und wenn ich jetzt gleich weitermache, habe ich nur noch eine Glitzerhand und nichts mehr, was ich euch dann noch irgendwie zeigen kann. Man hat hier noch einmal Mysterious drin. Das ist auch so ein, also ich finde, die schimmern dieses Mal extrem schön. Also das habe ich schon mir beim ersten Runde swatchen gedacht. Man kann halt hier diesen reingehen und dann wirklich ins Helle arbeiten. Man kann halt wirklich mit den bräunlichen Tönen arbeiten. Ich würde nur sagen, ich möchte gerne wissen, wie der Glazed Over aussieht. Also dieser Gold mit dem grauen Unterton. Den werde ich mir jetzt nach vorne hinsetzen und dann gucken wir mal, wie wir weitermachen. Nehme ich einen Pinsel, nehme ich keinen Pinsel? Das ist immer so die nächste Frage. Ich bin ja wirklich eine, die primär erstmal mit den Fingern aufträgt. Ich versuche jetzt aber, das ist ganz günstiger Standardpinsel. Wow. Vorsichtig beim Reingehen, wenn man ein bisschen fester drückt und ein bisschen fester gepressten Pinsel hat, hat man viel Farbe.
Und dann gehe ich jetzt erstmal hier rein. Vielleicht sieht man dann auch nochmal einen Tacken besser den Unterton, wenn man das jetzt einfach so aufträgt. Und ja, man nimmt viel Farbe und viel Produkt auf. Da muss man echt ein bisschen aufpassen, dass man nicht das Fändchen direkt zerstört. Ich mag das aber gerne, ich nehme jetzt einfach den Finger. Ich mag das gerne, wenn die Töne auch wirklich Wumms haben. Also wenn man viel Farbabgabe hat und wenn die auch wirklich Wumms dahinter haben und nicht so diese leichten Toppertöne. Ich kann mit Toppertönen immer was anfangen, aber meistens baue ich mir die dann doch so krass auf, dass von diesem Topper-Effekt eher ein glatter Lidschatten entsteht. Also wirklich mit Glitterglut runter wie auch jetzt und auch wirklich so viel, dass das im Prinzip vom Topper nicht mehr wirklich viel was überbleibt. Ist einfach so. Ich mag das gerne. Ich bin dann aber so der Typ, der auch wirklich was von den Toppertönen haben will und dann eher den Look dann auch so damit gestaltet. Gefällt mir schon mal gut. Ließ sich super einfach mit dem Finger auftragen. Man kann die auch total gut mit dem Pinsel aufnehmen. Aber mit dem Finger hat man immer noch so ein bisschen mehr Wumms dahinter. Was mache ich jetzt im hinteren Bereich? Man kann halt im hinteren Bereich in so einen bräunlichen Ton gehen. Man kann auch hier den hier nehmen. Man könnte aber auch in den dunkel-lila Ton gehen. Ich glaube, das mache ich jetzt einfach mal. Der heißt Girls Night. Der ist ein bisschen... Nee, ist er nicht. Also man sieht, ich habe den jetzt gerade ein bisschen... Da hinten sieht man das. Ein bisschen fester bin ich reingegangen. Und mit dem Finger auch. Und dann bröckelt der so ein bisschen. Dann bröckelt der so ein bisschen weg. Beziehungsweise da merkt man, wie leicht und wie vorsichtig der da auch gepresst ist. Dann so ein bisschen hat man das Gefühl, dass die Töne härter gepresst sind. Und wenn man dann ein bisschen mehr Druck aufwendet, sieht man eigentlich, wie vorsichtig oder wie vorsichtig man mit diesen einzelnen Tönen umgehen muss. Und als Übergang zwischen diesem Gold nehme ich den Matte Obsessed. Das ist dieser... Der hier. Einfach um nochmal ein bisschen mehr Töne, mehr Farbvarianten auszuprobieren. Ich gehe damit auch immer liebend gerne so ein bisschen in die Crease mit rein, weil dadurch, finde ich, verdickt man und vertuscht man so ein bisschen noch sein Schlupflid. So, jetzt erstmal gucken wir, an welchem Finger ich welchen Ton hatte. Und jetzt gehe ich hier hinten nochmal in den lila Ton rein und blende den mir wirklich in den matten Ton hinein. Wieso mache ich das? Damit ich gleich einfach mit dem Pinsel wieder in den matten Ton zurückgehen kann. In den hier, den habe ich benutzt. Das ist Love and Lust. Und kann dann wieder mit zurückgehen. Manchmal halten die matten Töne einen Tacken besser, wenn man dann Schimmerton erst drüber gesetzt hat. Und so habe ich halt keine harten Kanten und kann einfach hier nochmal so ein bisschen vorsichtig verblenden und habe dann einfach einen schöneren Übergang, als wenn ich dann nur bis zu einer gewissen Stelle meinen Schimmer auftrage. Zack. Jetzt gehe ich hier hin nochmal hin. Ich bin ja in den ersten reingegangen, in den Love Bite. Und nehme diesen Fliederton nochmal hier vorne so ein bisschen mehr auf und verteile und verblende damit so ein bisschen meinen Schimmerton, sodass da irgendwie auch beim Schimmerton keine harten Kanten entstehen oder entstanden sind. Ich möchte nochmal einen Tacken dunkler gehen, zumindest hier hinten, zumindest versuchen. Und gehe jetzt in diesen Seduction-Ton rein. Guten Morgen! Versuchen wir den hier hinten noch hinzusetzen und gucken, ob der da nochmal einen Tacken dunkler wird. Ich will jetzt nicht diesen pinkigen lila Ton oder diesen Aubergine-Ton überdecken, aber ich möchte, dass der so ein bisschen hier noch mehr Aussagekraft hat. Da ich ja einen Schlupflid habe, mag ich das liebend gerne, wenn halt ich hier einen Tacken höher gehe und damit einfach das Auge vergrößere und das Schlupflid so ein bisschen verdecke. So, genau. Vorsichtig in den Also der Aubergine-Ton, der bleibt bestehen. Da gehe ich jetzt auch nochmal in den Love Lust rein. Das ist dieser Aubergine-Ton. Habe ihn aber jetzt einfach nochmal ein bisschen intensiver gemacht und ein bisschen dunkler gemacht. Und vielleicht auch von diesem knalligen Aubergine so ein bisschen runtergetont. Kann man gut damit machen, weil der ist eher neutral. Und dann funktioniert das eigentlich immer recht gut. Ja, also mir gefällt der Look bis jetzt richtig gut. Welche Töne habe ich bis jetzt benutzt? Zeige ich euch mal ganz kurz, bevor ich dann mit dem Make-up weitermache. Ich habe einmal den für den vorderen Bereich benutzt und auch in meiner kompletten Crease. Habe dann mit dem hinten meinen Außenbereich verdunkelt, sowie mit dem dunkelsten Ton meinen Außenbereich verdunkelt. Bin als Schimmertöne, ja man sieht, man kann sich die schnell zerstören, erst vorne in diesen goldenen gegangen. Das ist ein goldener Ton mit einer gräulicheren Base, der sich aber, wenn man den jetzt sieht, von dem hier so gut wie gar nicht unterscheidet. Auch beim Swatchen oder so, man sieht halt irgendwie zwei sehr, sehr ähnliche Weißgoldtöne.
habe dann den als Übergang benutzt und den für den hinteren Bereich. Also ich muss sagen, ich finde die Schimmertöne richtig, richtig schön geworden. Also hätte ich jetzt noch nicht gedacht. Ich habe mir die ja einmal nur kurz geswatcht. So ein paar, jetzt auch nicht alle. Ich nehme jetzt einmal hier Micellenwasser und mache so ein bisschen das Fallout weg. Ich muss das mal gleich gucken. Ein bisschen näher mich ranzoomen, beziehungsweise nicht mehr näher mich ranzoomen, sondern einfach meinen kleinen Spiegel nehmen, ob ich da überhaupt viel Fallout habe. Ja, ich werde vom Schimmer Fallout haben, weil ich da einfach zu fest reingegangen bin am Anfang. Von den matten Tönen, dafür, dass die aber so knallig sind, habe ich so gut wie gar kein Fallout. Ich habe jetzt hier so ein bisschen was gehabt. Von den Schimmertönen habe ich auch weniger als erwartet. Da habe ich halt hier vorne, weil ich das ja mit den Fingern gemacht habe, so ein bisschen mehr drüber geswatcht. Ich mag die Action-Paletten, wobei die zigarettenförmigen oder die Wet n' Wild ähnlich sein, meine Favoriten sind. Die letzte habe ich da auch von. Diese für 2,12 Euro oder so. Die finde ich auch nicht schlecht. Aber ich muss sagen, mit der Sparkle-Formulierung finde ich, sind sie besser geworden. Auch diese Runden, diese von Max & More. Ich mag aber auch gerne die Fab Factory. Da habe ich aber bis jetzt nur zu meiner Schande eine gekauft. Ich warte nämlich darauf, dass sie die neueste online bringen, beziehungsweise die neueste in den Läden bringen. Die heißt nämlich, müsste das Honey sein? Und die habe ich bis jetzt noch nicht gefunden. Die sieht so ähnlich aus wie die Golden Palette von Fab Factory, aber nochmal interessanter irgendwie. Und also die finde ich von den Sparkle, von den Schimmertönen bis jetzt am besten, weil die Schimmertöne nicht nur standard eindimensional sind, sondern die haben wirklich Untertöne und dann nochmal, die Shifts sind das nicht, aber Untertöne und dann nochmal andere Glitzer-Übertöne drüber, mehr oder weniger. Also die finde ich schon mal, die leuchten halt wunderschön. Ich habe vorher immer das Gefühl gehabt, dass die schön sind, aber wie soll ich das sagen? Dass die so ein bisschen mehr eindimensional sind, die Schimmertöne bei den Max & More, bei dem Format. Und bei dieser hier finde ich die gar nicht mal schlecht. Also gerade jetzt die Schimmertöne, die leuchten halt schön. Die matten Töne, die ich jetzt bin. Wieso mache ich das dahin? Ich will das unter Augen machen. Das ist nämlich hier mein Catrice Under Eye Brightener. Den wollte ich gar nicht da vorne haben. Den Under Eye. Was wollte ich jetzt sagen? Also die matten Töne, die bleiben und die lassen sich gut verblenden. Die blenden sich aber nicht ins Nichts weg. Also wie ich gerade schon öfter erwähnt habe, bei den Joker-Paletten, besonders aber bei der lila Joker-Palette, hatte ich solche Schwierigkeiten, gerade mit so einem Ton, so einem Aubergine-Ton war da ja auch drin, dass ich den irgendwie ans Halten gekriegt habe und dann wirklich aufgegeben habe. Und dann, der ist nur patchy geworden, rosa ist so gar nicht meins, aber von den anderen dieser Serie habe ich einige. Ich habe jetzt, das ist jetzt meine vierte. Mit zwei davon habe ich geschminkt. Das ist jetzt die dritte Palette und eine habe ich noch aus einem Wanderpaket rausgenommen. Da muss ich auch unbedingt nochmal mit einem Look schminken. Vorher habe ich die Action-Paletten im Prinzip auch nur belächelt, wie, glaube ich, viele andere, weil für so einen günstigen Preis kann man ja nichts erwarten. So ungefähr ist es ja. Und bis jetzt haben die mich aber alle irgendwie nicht enttäuscht. Ich habe halt die Papillon, ich habe die, oh Gott, wie hieß die davor? Ich weiß es gar nicht, Euphoria und dann habe ich noch eine andere jetzt. Da habe ich aber wirklich komplett den Namen vergessen. Habe ich die hier liegen? Nein. Papillon und Euphoria habe ich noch neben mir liegen. Die neueste oder die für mich neueste aus einem Wanderpaket habe ich halt noch nicht benutzt. Und da oben irgendwo liegen da. Und man darf auch hier nicht bedenken, die hat gar nicht so viele Rosatöne drin. Wie man so an zuerst meint, weil im Prinzip an matten Tönen ist das ein Fliederlila. Das aber bei mir, bei meinem Hautunterton ein bisschen rosaner wird. Man hat hier einen Rosaton drin. Da einen dunkleren und hier. Und die restlichen sind wohl manche in diese Aubergine-Richtung, aber auch viele Töne einfach an neutraleren Sachen dabei. Also man hat hier eine ganze, ich rück mal ein bisschen nach hinten, ich wollte jetzt nicht den, hier eine ganze neutrale Reihe an matten Tönen, da ist auch nochmal, oder eine bräunliche Reihe an matten Tönen, hier ist auch nochmal ein bräunlicher. Man hat hier zwei goldene Töne, die sich auf dem Auge vermutlich gar nicht unterscheiden werden. Man hat hier noch einen, hier und hier und da oben ist auch nochmal ein Schimmerton. Also so extrem bunt ist diese Palette gar nicht. Ich habe mir jetzt nur die buntesten Farben rausgesucht, weil ich eigentlich das zu meiner Augenfarbe ganz gut und ganz gerne mag. Also
lasst euch da nicht bei abscheuen oder lasst euch da nicht irgendwie in die Irre führen. So bunt ist die gar nicht. Bei mir sind die lila Töne von der Joker-Palette nach der Zeit fleckig geworden. Bei mir habe ich die Joker-Palette erst gar nicht aufgetragen gekriegt. Also ich habe da diesen einen, auch eher diesen Aubergine-Ton versucht, in meiner Crease aufzutragen und habe den dann versucht, vorsichtig zu verblenden. Dann ist der fleckig geworden und danach konnte ich mir den so mit dem Finger wieder wegwischen. Und das habe ich bei einer 4-Euro- oder 5-Euro-Palette von Action mal gar nicht. Von Action, da hält das nämlich. Ich meine, die sind jetzt nicht die pigmentiertesten. Man muss die bei der Action-Palette wirklich aufbauen, dass die so krass sind. Aber ich habe lieber eine Palette, die man aufbauen muss, anstatt eine Palette, wo ich einfach nichts von den Tönen habe. Und da sind bei der Joker-Palette ja auch zwei extrem dunkel, einmal ein dunkleres Lila, so ein Blau-Lila und einmal ein Blau drin gewesen zum Verdunkeln des Außenbereichs. Ich habe irgendwann aufgegeben und dann einfach einen Schimmer-Lidschatten hingesetzt. Das ist übrigens mal wieder der Nabla Skin Realist, den ich gerne ausprobieren möchte. Der ist von der Deckkraft, würde ich mal sagen, eher leicht. Ich glaube, ich habe auch viel zu viel jetzt drauf. Eher leicht, so leicht bis mittel, würde ich den schon fast sagen. Und macht am Anfang Glowy Finish. Habe den gestern das erste Mal getragen. Man hat ihn recht gut abpudern können, sodass man nicht dieses pappige Gefühl hatte. Im Nachhinein oder am Abend habe ich aber keinen Unterschied zu einer Max & More Foundation gesehen bei mir. Achso, ich wollte eigentlich die Max & More Foundation benutzen. Max & More Foundation ist super. Ich habe die 122. Funktioniert gut, hat eine leichte Deckkraft. 122 ist im Moment ein bisschen zu dunkel. Ich habe das jetzt total vergessen. Ein bisschen zu dunkel. Deswegen muss ich mir die im Moment immer noch mit dieser hier mischen, mit der Matte Base. Die ist von der Konsistenz wie eine normale Creme, ist nicht totmatt. Ich habe die so oft schon getragen, ich kann es runterreitern. Ich habe so gut wie nichts von Cosnova Essence Catrice Love. Da gibt es andere Marken, die billiger oder gleich teuer sind und aber bessere Qualität haben. Okay, also bei welche Marken meinst du dann? Ich habe bis jetzt nämlich, bis auf jetzt Max & More oder so, wüsste ich jetzt keine Marke, die günstiger ist und trotzdem gleich gut ist. Also gerade Cosnova hat eine extrem geile Schimmerqualität gekriegt. Von den Matten ist hier wirklich nicht zu sagen, die sind grottig, die sind schlecht, aber die Schimmerqualität bei Cosnova hat sich, finde ich, in den letzten Jahren richtig verbessert. Die sind halt wirklich von Shiny Metallic oder Metallic bis High Metallic auf wirklich Sparkles und Duochrome gegangen. Duochrome-Töne gegangen. Und da muss ich sagen, haben die sich extremst verbessert. Vielleicht jetzt nicht bei der Mattenqualität, denn die hatten schon mal so eine ähnliche Mattenqualität. Die liegt aber jetzt bestimmt schon 5 Jahre zurück. Und die Mattenqualität war dann nämlich auch genauso bescheiden, wie die jetzt im Moment ist. Und da müssen die halt extremst nochmal dran arbeiten, sonst haben die bald keine Kunden mehr, die dann sich die schöne Verpackung auch nicht mehr leisten können. Ja. Genau, was wollte ich sagen? Ich weiß es gar nicht mehr. Was ich davor angehangen habe, kann ich euch gar nicht mehr sagen. Ich meine, das wäre mit den dunklen Tönen von der Joker-Palette gewesen. Ich bin dann einfach auf die dunklen Töne der beiden Schimmerfarben gegangen und das dann im Außenbereich hat total gut funktioniert. Nur mal so. Ich weiß jetzt gerade nämlich nicht mehr, was ich gesagt habe. Ich nutze aktuell einen selbstgemischten CC-Cream Max Factor Riva Loves Me und Aloe Tagesnachtcreme und ui, cool. Also, ich benutze so gut wie gar keinen Primer. Ich habe jetzt mehrere Primer zur Auswahl und bei mir, ich habe eine extrem ölige Haut, sodass ich relativ schnell nachöle und auch dann nicht nur in der T-Zone, sondern gefühlt überall ölig werde. Also bei mir beschränkt sich das nicht nur auf Nase, Stirn und hier, sondern das zieht sich halt komplett durch das ganze Gesicht. Und bis jetzt hat noch kein Primer das irgendwie geschafft, eine halbe Stunde länger oder eine Stunde länger oder überhaupt irgendwie an Länge rauszuholen. Daher ist das für mich einfach immer primertechnisch wirklich eher so, ne, lassen wir sein. Den habe ich schon ein paar Mal ausprobiert. Der macht von der Langhaltbarkeit jetzt auch nichts aus. Der hat aber Niacinamide drin. Wie viel da auch immer von drin sind, weiß ich nicht. Foundation ist auch wirklich, ob ich jetzt die Skin Realist benutze, die von Nabla, ob ich die Matte Base mit der von Action kombiniere oder aber auch jegliche andere Foundation. Am Ende des Tages sehe ich aus wie so ein Oil Slick und
Oder noch nicht mal Ende des Tages, meistens Richtung Mittagszeit. Das ist dann ein bisschen traurig deswegen. Und deswegen sehe ich auch meistens einfach nicht ein, dann irgendwie eine teure Foundation zu benutzen. Und ich habe schon eine von Physicians Formula, die ist noch relativ gut, die hält ganz gut. Die werde ich als nächstes aufbrauchen. Ich hatte früher die von Catrice, die HD Coverage, aber auch jegliche andere von Catrice. Ich habe aber auch schon teurere Foundations benutzt, die auch nicht länger auf meinem Gesicht mattiert bleiben. Dran auf meinem Gesicht bleiben die recht lange, auch Blush Highlighter und so, aber halt meistens bei und Sephora. Lidschatten kaufe ich meistens bei Marie Note. Ich kenne die gerade gar nicht. Und Sephora Weihnachtsallee ist im Sale in Frankreich. Ah, auch cool. Muss ich mir auch mal merken, dass man dann vielleicht Richtung Frankreich geht. Also Lidschatten, die richtig toll sind, ist halt, oder Single-Lidschatten vor allen Dingen, sind die von Glam Shop. Ich spreche da so oft drüber, weil die einfach für mich super einfach verfügbar sind, weil man im Prinzip nur Versandkosten zahlt und dann mehr oder weniger die Dinger schon zu Hause hat, nach einer Woche. Die sind echt richtig, richtig gut. Und gerade die Single-Lidschatten, gerade hier alles, was Richtung Schimmer oder so geht, meine nächste Testpalette wird die Ultimate von NYX werden. Ui, krass. Die soll ja auch eigentlich richtig, richtig gut sein. Da soll sich NYX richtig gut wieder mal verbessert haben. Habe ich schon öfter einiges Gutes gehört. So, ich mache jetzt hier einmal meinen Standard-Wing mehr oder weniger oder einfach hier so ein bisschen. Wo haben wir sie? Das war übrigens die Max & More, der Max & More Concealer, der dafür, wow, einmal wieder anmachen, sonst wird es ja ganz dunkel. Max & More Concealer, den ich dafür immer benutze. Und ich fahre einfach das, was ich an Lidschatten zu viel aufgetragen habe, mit dem Ei nach, drücke hier an und ziehe nach oben. Und dann habe ich hier eine schöne scharfe Kante. Ich finde, bei NYX schreckt mich einfach immer der extrem hohe Preis an. Wenn man die jetzt nicht irgendwie im Angebot oder so kriegt, dann finde ich, NYX hat da extrem die Preise angezogen und ich kenne so weiter keine NYX-Theke, ist mein Problem. Oder NYX oder wie auch immer sich die Marke schimpft. Und könnte die im Prinzip auch nirgendwo irgendwie ausprobieren oder überhaupt irgendwie mal eine NYX-Variante ausprobieren. Hatte ich noch irgendwo sonst Concealer aufgetragen? Ich glaube nicht. Einmal noch mal um die Nase drumherum. Der ist wunderbar. Der hat eine normale Deckkraft und der rutscht noch nicht mehr wirklich in die Fältchen rein. Ich habe die Farbe 104. Die gibt es auch jetzt im Moment richtig, richtig dunkel. Und toller Concealer. Super einfacher Concealer. So ein No-Brainer. Also wirklich, man kann sich den mit dem Finger auftragen. Dann darf man halt nicht so viel benutzen, wie ich jetzt gerade. Oder aber auch einfach mit dem Schwämmchen einarbeiten. Mit dem Pinsel einarbeiten funktioniert und der lässt sich halt schön mit der Foundation vermischen. Ich habe immer das Gefühl, dass meine Nase immer noch rot ist. Mit der Foundation vermischen. Der bildet keine komischen Kanten, auch über Tag nicht. Und läuft. Also den, wenn ich mal meine Concealer-Sammlung durch habe, werde ich mir den auf jeden Fall kaufen. Hoffentlich existiert er dann noch. Ich habe nämlich mir letztens erst, weil ich dachte, der wäre leer, mir den von, Essence, den Matte HD Coverage Concealer geholt. Und ich habe noch ein, zwei andere, die ich vorher aufbrauchen muss. Ja, Magic Mango Puder von Action. Ich war gestern nochmal beim Action und wollte mir auch noch das letzte Puder, was ich glaube, hatte ich schon mal, aber ich bin mir nicht sicher. Ich meine, das hätte ich letzten Sommer leer gemacht. Das in Peach kaufen. Es war nichts mehr davon da. Also diese ganze Theke war nichts. Da war kein einziges Puder mehr. Genauso auch, es gibt irgendwie Warhead, irgendwelche Dinger, so extrem saure Bonbons, aber auch nichts mehr von da. Also das, wofür ich zum Action gegangen bin, gab es nicht. Genauso auch irgendwie, steht immer auf der Seite, dass dieses Kinetic Sand, also diesen Sand, der nicht sandet, den auch bei Action geben würde. Ich war jetzt schon bestimmt dreimal in Folge da, jeden Montag. Ich gehe jeden Montag einkaufen. Und bis jetzt ist der noch nicht reingekommen oder schon wieder ausverkauft. Man merkt, dass du kein bezahlter Influencer bist. Es gibt einen bekannten deutschen Influencer, bei dem man das immer sofort merkt. Wer gerade seine Videos sponsert, beziehungsweise wer ihn gerade bezahlt.
Du meinst vermutlich den bekannten deutschen Influencer, der schon zweimal mit Catrice und zweimal mit Rival de Loop oder Rival Loves Me zusammengearbeitet hat, ne? Ja, den habe ich auch noch abonniert. Der geht mir aber so ein bisschen so langsam auf, weil man das extrem merkt, mit welcher Marke er im Moment zusammenarbeitet und mit welcher Marke dieser Influencer gerne zusammenarbeiten möchte. Nee, also ich bin nicht wirklich gesponsert. Was ich manchmal bekomme, ist das Wild Deo zugeschickt. Was ich aber auch echt nicht schlecht finde, das nutze ich nämlich wirklich im Alltag. Vor vielen Monaten hatte ich ihn deabonniert. Ich habe es bis jetzt noch nicht gemacht, aber die Videos, ich glaube, ich habe die schon die letzten 3 Monate nicht mehr geguckt. Muss ich mal sagen. Weil das Videoformat, was er im Moment hat, finde ich für mich einfach langweilig. Er sagt, er hat auch irgendwann mal in irgendeinem Video, ich glaube, das habe ich schon mal hier erwähnt, gesagt, dass wenn er diese Standardvideos macht, halt Schminken und so weiter oder eine Review von Paletten, das einfach nicht mehr geguckt werden würde. Und deswegen macht er diese Art von Videos jetzt, weil er muss ja auch seinen Alltag damit finanzieren. Stimmt ja auch irgendwie. Also man macht dann schon vermutlich auch irgendwann die Videos, die einen irgendwo weiterbringen. Aber das finde ich schade, diese Aussage einfach. Weil man kann ja auch irgendwie so ein Zwischending dazu machen. Aber wenn man dann auf seinen Geldbeutel guckt, kann ich das gut verstehen. Wenn man halt merkt, dass man, bei denen geht es ja nicht um 200, 300, 400 Views, sondern eher um die 1000er Views. Und 1000er Views bedeutet ja auch immer eine gute Einnahmequelle. Und wenn man halt dann kontinuierlich merkt, dass seine Videos nicht mehr geguckt werden, wo dann halt diese Dinge auftauchen, sondern wirklich nur, wow, das ist das Coolste, wow, so günstig war die Drogerie doch nie, High-End-Drogerie und so weiter. Also, das sind eher so die Formate, die er im Moment macht. Und das merkt man. Ich habe das auch schon öfter festgestellt, dass man das auch in den Videoformaten oder in den Videos sieht. Was übrigens bei Wild, ich weiß, ich bekomme die Sachen zugeschickt, um damit Videomaterial zu produzieren. Und das werde ich jetzt auch wieder machen. Es gibt nämlich 3 neue Deos. Ihr könnt übrigens immer noch mit dem Rabattcode Silvia 2013, nein, 2023, wir haben 23, nicht 13, 20% sparen. Kauft euch Wild Deos, wenn ihr die Standardsorten haben wollt, bei DM oder Rossmann. Denn Wild Deos bei DM oder Rossmann bekommt man halt, man kommt auch diesen Deo-Spender und dann passend die Standard-Deos, die es halt da gibt. Wenn ihr auf die Special Editions gerne gucken möchtet, müsst ihr leider über die Website kaufen. Denn die Special Editions gibt es halt nicht so beim Rossmann zu finden, sondern wirklich nur online. Online kann man die Deos sich halt im Dreier-Set kaufen und online kriegt man mit einem Sparabo noch ein bisschen Rabatte. Das muss man, ich weiß, ich habe kein Sparabo, gebe ich mal zu. Ich habe kein Sparabo, ich habe mir einmal Deos selber gekauft und sonst habe ich die bis jetzt immer zugeschickt gekriegt. Und wenn man die zugeschickt kriegt, läuft man halt nicht leer. Ich sag mal so, dann ist halt, wenn man jetzt unbedingt was haben möchte, kauft man sich das dann und sonst benutzt man die halt, die man da hat. Und die Special-Deo-Sorten, die Limited Editions oder so, die gibt es halt wirklich nur online zu kaufen. Wer jetzt da unbedingt drauf steht und sagt, ich möchte unbedingt nach Cherry Blossom oder nach irgendeiner Lemon Art riechen, dann geht einfach über Wild und holt euch da 3 Deos. 3 verschiedene könnt ihr auch nehmen. Und zum Beispiel jetzt einfach nur. Und holt euch die da. Aber ansonsten, wenn ihr wirklich die Standard-Dinger habt, dann... Finanzämter sind, ich habe mir das Glück, dass von den 4 DM, die wir haben, tatsächlich eins dabei, das eine große Nix-Theke. Ui, nicht schlecht, bitte passt auf mit Steuernachzahlung. Die Finanzämter sind seit Beginn 2024 ganz gravierend hinterher, da die Hersteller und Händler jetzt die Daten direkt an die Finanzämter senden. Die Amazon-Produkttester streiken deswegen gerade. Ui, krass. Okay. Also kann ich glücklich sein. Bis jetzt habe ich noch keine Auszahlung gekriegt. Ich sag's mal so. Ich mache das bis jetzt immer noch. Ich bin wohl monetarisiert, aber bis jetzt hat mein Monetarisierungsstatus noch nicht gereicht. Dass man dann am Ende des Monats eine Auszahlung kriegt, das kommt erst so langsam. Und dann kann man ja auch noch schauen, dass man da weitere Wege macht. Ich sag's mal so. Nein, ist klar. Also ich bin da echt vorsichtig und ich weiß auch, dass
Finanzämter da extrem hinterher sind. So. Aber um nochmal bei Wild anzufangen, also Wild ist, ich mag die Wild Deos, die halten mich recht gut, recht schön frisch. Am Ende des Tages habe ich immer das Gefühl, dass es verschiedene Deo-Stufen von Wild gibt. Extrem krass riechende, die riecht man auch am Ende des Tages immer noch so extrem krass. Und es gibt aber auch welche, die nicht ganz so toll, nicht ganz so extrem riechen. Man muss halt immer überlegen, was man selber für sich haben möchte. Möchte man extrem nach dem Deo riechen? Und die Deos sind schon geil vom Geruch. Kann ich auch dazu sagen. Oder hat man lieber so ein bisschen runtergetontes? Nein, du bekommst keine Auszahlung, sondern du musst die Produkte als normales Einkommen versteuern. Das weiß ich. Geldwertvorteil. Ja, das weiß ich. Das sind ja PR-Produkte, also Produktreferenzen, und die muss man halt auch genauso gut versteuern. Das ist halt nicht, dass man die geschenkt bekommt, sondern im Prinzip zahlt man den Produktwert und muss den ganz normal versteuern. So, was wollte ich noch? Ich wollte die Max & More, den Max & More Blush benutzen. Den finde ich echt schick. Ich weiß, nicht jeder steht auf Sparkles dabei, aber ich mag eigentlich... Nämlich den. Der war wohl von gestern, von dem Radiant Flower Blush, aber ist egal. Habe ich mir einmal so ein bisschen sauber gemacht. Das ist der in der Farbe Pink Blossom. Und die Farbe ähnelt oder ein wenig den von Catrice, diesen Blooming Hibiscus Blush. Jetzt nicht von der Struktur oder ja, vom Produkt selber, also von der Formulierung irgendwo, aber von dem Glanz, den man da mit diesem hier auf dem Gesicht kriegt. Da ist nämlich auch so ein leichter goldener Glanz drin. Und aber auch von der Farbe. Dieser ist noch ein bisschen pink, noch ein bisschen nicht pinkiger, sondern orangiger. Und als der von Essence. Und ich finde, der hält über den ganzen Tag. Ich habe seit 2 Jahren den losen Blush von Action. Das Zeug wird nicht leer. Habe erst die 2. Dose gebraucht. Oh krass, den kenne ich gar nicht, den losen Blush. Also ich sage ja, habe vor 2 Jahren, ich mache schon lange was mit Make-up. Ich glaube, das ist irgendwann mal, also ich hatte irgendwann mal verschiedene Instagram-Gruppen, mit denen ich auch so Challenges jeden Monat gemacht habe mit wir müssen den einen benutzen oder Butterfly-Make-up und so weiter machen. Das ist aber dann irgendwann eingeschlafen. Und bin bei Action eigentlich so gut wie gar nicht gewesen, weil es auch bei Action, oder wir hatten damals noch kein Action in der Nähe. Und deswegen, dann fährt man da auch einfach nicht hin. Und ich habe mich dafür extrem wenig interessiert, was Action an Make-up hatte. Und habe dann auch, ich glaube wirklich hier dieses Puder war das erste, was ich so gefunden habe, was ich dann auch wirklich gut fand, weil das auch extremst mal gehypt wurde. Und dann so in den letzten paar Monaten schon fast bin ich erst auf den Trip gekommen, dass auch Action mal wirklich gute Sachen hat und ich die dann auch wirklich ausprobieren müsste. Vorher, wenn man halt nicht da dran kommt und wirklich weiterfahren muss und dann feststellt, dass zum Beispiel auch in Action einfach nicht die Produkte hat, dann hört man halt auf, Action-Sachen zu nutzen. Das war eine Dose, ähnlich Foundation, mit einem Pinsel im Deckel verbaut, aber nicht den vor wenigen Monaten, sondern vor Jahren. Okay, krass. Ja. Ich gucke gerade schon mal in meine Palette rein, weil der Glow reicht mir für heute. Ich mag, der passt auch einigermaßen zu dem Make-up. Ich bin ja auch immer wirklich eine, die Blush nicht unbedingt an sein Augen-Make-up anpasst, sondern ich nehme immer das, was mir gerade so gefällt. Und ich gucke gerade, welche Farben jetzt unten drin, unten an meinen unteren Wimpernkranz passen. Ja, ich mache mal eben einen Pinsel sauber. Ich weiß, dass da irgendein Braunton dran ist von gestern. So, das sind die von ABH aus den Paletten. Die Seite ist total kratzig, das ist hier so ein Pinsel, aber die Seite für den unteren Wimperkranz funktioniert genial. Welche Farbe nehme ich jetzt? Mache ich das ein bisschen neutraler oder mache ich das ein bisschen nicht neutraler? Ich gehe jetzt, glaube ich, erstmal in diesen Ton rein. Mal gucken, wie der aussieht auf dem unteren Teil. Ob der auch eher ins Rötliche geht? Ich vermute schon eher, dass der eher in so einem Braunrot geht. Aber vielleicht nicht zu rot ist. Denn zu rot am unteren Wimpernkranz wirkt auch manchmal so, als ob man geheult hätte. Und das brauche ich ja nicht unbedingt. Genauso.
Ich verdunkel das gleich nochmal mit dem dunkelsten Ton. Vielleicht ist es dann nicht ganz so rötlich. Stimmt. Also diese Palette, ich habe die noch nicht komplett geswatcht gehabt. Da gehen viele Brauntöne auch wirklich ins Rötliche. Ich gehe jetzt hier in den Seduction-Ton rein. Den. Muss immer schauen. Ich kriege das von der Koordination nicht immer so unbedingt hin. Und setze mir den jetzt hinten in. So ein bisschen. Und blend den so ein bisschen nach vorne. So wird der einfach dunkler. Und so nimmt man dieses extrem rötlich-braune so ein bisschen wieder weg, weil das ja der Seduction-Ton eher so ein neutraler Ton war. Und dann hat man nicht mehr ganz so viel Rot unterm Auge. Weil Rot unterm Auge ist halt nicht immer so das Beste, was man sich wünschen kann. So, jetzt gehe ich nochmal trotzdem in diesen rötlichen rein, um das alles nochmal einen Tacken zu verblenden. Auch nach vorne zu verblenden. Und dann geht es in den Inner Corner. In den Inner Corner. Entweder ich versuche jetzt einfach mal und gucke, ob der Sugar Me im Inner Corner anders wirkt als jetzt auf dem beweglichen Lid der hier. Oder ich gehe in den Mysterious rein. Das ist so ein bisschen diesen Orange. Die haben aber einen wunderschönen, gerade in der, also der hier geht so ein bisschen ins Silberne rein und der andere geht so ein bisschen ins Goldene. Der hat natürlich diesen, was ist das, diesen, den Unterton, den so ein bisschen peachiger, so ein bisschen frühlingshafter. Ich probiere erstmal aus, den goldenen Ton zu nehmen, den Sugar Me. Dazu nehme ich, da ist er. Das ist auch ein ganz einfacher, runder Pinsel. Und nehme den jetzt damit auf. Gucken, wie vorsichtig man da reingehen muss, damit das auf dem Auge funktioniert, beziehungsweise mir nicht komplett runterbröselt. Und dann gucken wir einfach mal, ob man da jetzt einen Unterschied sieht zwischen dem Sugar Me und zwischen Glazed Over. Ich glaube hier, dieser hat so einfach so ein bisschen weißlicheren Unterton. Ich weiß aber nicht, ob das auf dem beweglichen Lid jetzt irgendwie auch nur sichtbar wäre. Ich glaube nämlich schon fast nicht. Kann sein, dass der jetzt im Inner Corner einen Tacken strahlender wirkt als dieser andere. Aber ich vermute einfach mal auf dem beweglichen Lid, gerade wenn man diese beiden Töne jetzt so ein bisschen miteinander verblendet, sieht man da gar nichts. So. Ich glaube, da sieht man keinen Unterschied. Ich nehme tatsächlich sehr oft Gold und Silber übereinander. Oh! Ja, das wirkt dann so ein bisschen bronzeartiger, oder? Dann liegst du mit dem hier komplett richtig. Der hat nämlich so einen silbergrauen Unterton. Und man sieht aber im Prinzip nur dieses Weißgold so ein bisschen, wie jetzt hier. Aber da sind im Prinzip beide Varianten mit da drin. Und ich finde, die macht echt einen guten Eindruck. Ich nehme jetzt einmal den hier und trage den mir noch so ein bisschen drüber. Der hat nicht so eine grobe Struktur. Und gerade im Innenwinkel finde ich das auch nicht immer schlimm. Wenn das halt nicht so eine grobe Struktur ist, dann kriegt man nämlich da an den kleineren Stellen besser aufgetragen. Und da sieht man auch, der macht nochmal einen anderen Glanz. Der macht so einen silber-peachigen Glanz. Finde ich nicht schlecht. Ich gucke gerade nochmal, ob ich jetzt hier an dem Teil nochmal so ein bisschen was setzen möchte. Und ich glaube, ich setze mir einfach den. Der heißt Ethereal Kiss und den setzen wir einfach nochmal hier. Nur um da einfach so ein bisschen nochmal eine andere Farbe reinzukriegen und nochmal hier so ein bisschen vorne so leichte Glanzakzente zu setzen. Noch nicht mal irgendwie, dass der extrem aufgebaut wird oder so, aber so eben leichte Glanzakzente rein. Oh, und am besten sollte man sich den nicht ins Auge packen, denn dann bröselt. Also das merkt man. So, ja. Genauso. Also ich finde den Look genial. Also ich hätte das nicht mit der Palette erwartet. Ich finde den Look genial. Und dass das auch alles so hält, wie es hält, finde ich schon mal richtig klasse. Wenn ich das schon mal vorab sagen darf, ich glaube, das ist bis jetzt meine absolute Lieblingspalette. Von den Farben her. Wenn ich mir die jetzt nicht ins Auge geschmiert hätte. So, ich mache erstmal mit den Augenbrauen weiter und dann machen wir gleich den Kajal. Weil ich glaube, jetzt das Auge fängt da so ein bisschen an zu drehen, weil das hat ein bisschen Lidschatten reingekriegt. Und da bräuchte ich jetzt keinen Kajal auf der Wasserlinie setzen, das würde nämlich einfach nicht halten. Ich nehme hierzu einfach den von Shein, den Stift. Der ist super günstig und der hält mir bestimmt schon zwei, drei Monate. Und da sieht man, da ist ein Haar dran, beziehungsweise ein Augenbrauen dran. Der ist ein bisschen wachsig, ich finde den aber nicht zu übertrieben wachsig. Und ich brauche jetzt aber auch wirklich nur meine Augenbrauen ausmalen. Also kleine Härchen kann man damit nicht nachzeichnen. Das könnt ihr vergessen. Aber wenn man einfach nur die Augenbrauen ein bisschen dunkler haben will und die Augenbrauen nachzeichnen muss, finde ich immer so ein Stift. Mehr ist da gar nicht mehr drin. So ein Stift, der hält aber nochmal einen Monat. Oder mindestens 2, 3 Wochen. Der so ein bisschen dicker ist einfach. So wie dieser.
Finde ich einfach besser. Weil so ein Micro-Precise-Pen brauche ich dafür nicht. Ne, seht ihr? Ich gehe da einfach nur hin und her und male das so ein bisschen aus. Unser Micro-Pen, der hält halt nur, wenn du Glück hast, anderthalb Wochen. Oder wenn man Glück hat, halt nur anderthalb Wochen oder vielleicht auch mal zwei Wochen. Und dann ist so ein Ding einfach alle. Und so ein bisschen dickerer, wo man dann auch wirklich mit nachmalen kann, ohne dass man ja da jetzt eine Stunde dran sitzt, weil man halt nur so ein bisschen an Stiftspitze hat, hält einfach drei, viermal so lange und kostet genauso viel oder sogar manchmal sogar noch günstiger, weil die Micro-Pens gehypt sind. Ja, ich sag's mal so. So, jetzt gehe ich nochmal da, wo ich so ein bisschen das Gefühl habe, dass meine Augenbraue zu fleckig geworden ist. Und dann reicht mir das auch schon fast. Jetzt gehe ich einfach mit dem von Essence rüber. Das ist der Thicket Wow. Du schminkst so schön. Oh mein Gott, wünschte ich könnte das auch. Bei mir verschmiert das immer. Das ist Gewöhnungssache. Und wenn man einen Primer drunter setzt, ist das ganz, ganz einfach. Und auch noch am besten die richtigen Lidschatten hat. Und man braucht nicht viel bezahlen für eine Lidschattenpalette. Diese hier kostet jetzt wirklich 4, ich glaube, ich habe nachgeguckt, 4,65. Und für 4,65 kriegt man eine hin, die funktioniert. Man muss nicht den Milani Eyeshadow Primer für 10 Euro benutzen. Man kann auch hier zum Beispiel, habe ich jetzt einen von Trended Up, den Super Grip, genauso gut benutzen und die Sachen halten. Also die Sachen halten wirklich dann auf dem Auge und da verschmiert auch nichts und da geht auch dann nichts in die Lidfalte. Ich habe extrem ölige Augenlider. Wenn ich das nicht benutzen würde, würden halt auch alle Lidschatten innerhalb von ein paar Minuten in meiner Lidfalte landen und dann würde mein Augenlook, den ich mir vorher versucht habe zu schminken, direkt weg sein. Also man muss wirklich experimentieren. Nimmt einen Primer drunter und dann ist das eigentlich schon mehr oder weniger das, was man machen muss. Und halt vielleicht nicht die neueste Kollektion von, also die Joker oder die Harlequin-Kollektion von Essence und Catrice nehmen, denn da halten die matten Farben einfach nicht. Da kann man auch nichts mit Primer reden. Also das ist wirklich wahnsinnig. Man muss halt gucken, dass die Lidschatten sich nicht ins Nichts verblenden, also sich komplett wegblenden. Und dann kriegt man eigentlich den besten Look damit hin. Ich nutze gerne den Holzstift von Riva Loves Me in Medium Brown, weil der einigermaßen grau ist, also mehr sehr natürlich aussieht und der Stift jahrelang nutzbar ist. Kostet sehr wenig. Ah, ich hatte so ein bisschen Angst. Ich habe mal so einen Holzstift von Catrice, meine ich, benutzt und von Essence. Ich glaube auch von Essence. Die wurden ja auch eine Zeit lang echt viel erwähnt in solchen Make-up-Videos und mir waren diese Stifte zu hart. Denn ich hatte immer das Gefühl, wenn ich diese von Catrice und von Essence benutze, dass ich mir damit die einzelnen Haare rausreiße. Also man hatte wirklich das Gefühl, dass man da so ein bisschen nachgeht. Und bin einfach durch Zufall auf Shein gekommen oder She Glam. Und der malt halt relativ schön. Der ist jetzt nicht zu wachsig, sodass man zu viel abkriegt, sondern die hat eine schöne Konsistenz. Und die halten relativ lange einfach durch und wenn man auch möchte oder wenn man jetzt hier diese Feathered Brows mit richtig Gel macht, kann man auch im Nachhinein einfach hier mit dem Puder reingehen. Ist auch total gut. Also der Stift ist, den habe ich glaube ich noch zwei oder dreimal im Bäcker. Da brauche ich jetzt auch wirklich nichts Neues und dann gehe ich einfach hier nochmal mit irgendeinem anderen Produkt. Muss jetzt nicht unbedingt Farbe haben, eigentlich weniger, aber der ist gerade halt offen. Und der wird dann halt auch aufgebraucht. Ich habe meistens eigentlich irgendwie ein durchsichtiges Fixing-Gel drauf, weil meine Haarbrauen meinen, sie müssten so nach unten gehen. Gerade hier diese Stelle, wo man so ein bisschen Lift haben will, einfach von den Augen her, die geht runter. Mit dem von Rival kannst du tatsächlich ja hin. Ah, ja okay, dann ist der vielleicht schon wieder zu kratzig oder zu hart für mich. Das ist nämlich immer so das Problem, dass ich dann wirklich Angst habe, mir die Härchen rauszurupfen. Brauche aber auch einfach bei meinen Augenbrauen, ehrlich gesagt, auch keine Härchen nachmalen. Ich habe ich den hier? Ich gucke gerade. Oder ich habe den in irgendwelchen anderen von meinen Pinselbehältern. Die waren übrigens mal von Ikea, diese Pinselbehälter. Ich habe beim letzten Mal gesucht. Ich glaube, diese Art von Pinsel oder Blumentöpfe gibt es leider nicht mehr. Zumindest bei unserem Ikea habe ich die nicht mehr gefunden. Und ich habe auch da einen von She Glam. Ja, ich weiß, ich habe mal einige Instagram-gewünschte Spiele von She Glam gewonnen. Und deswegen habe ich auch relativ viel She Glam-Produkte oder Shein-Produkte, weil wenn man die schon mal so bekommt, wenn man ein Gewinnspiel gewonnen hat, dann kann man sich die auch mal mitnehmen.
Und dann probiert man auch einiges aus. Ich suche gerade. Das ist nämlich eigentlich ein Augenbrauenstift, den ich auch als Eyeliner benutze. Das ist halt so ein standardmäßiger, dünner mit so einer Filzstiftspitze. Damit kann man auch richtig machen. Und das entsprechende Gel ist auch okay. Auch aschig, also tolle Ergänzung. Ah, okay. Das muss ich mir mal angucken, denn ich bin ja auch, das ist meine Standardhaarfarbe, das ist jetzt nicht mehr gefärbt. Ich hatte vielleicht noch ganz unten oder so drin. Das kann sein, dass hier die letzten Spitzen, da sieht man das, glaube ich, nochmal. Da, die sind noch gefärbt und der Rest ist Naturhaarfarbe. Ich muss aber sagen, die Variante, die ich im Moment nutze, funktioniert auch. Ich gucke mir die aber liebend gerne nochmal an von Rival Loves Me. Bei den Augenbrauenprodukten habe ich bis jetzt schon, oder habe ich schon lange nicht mehr irgendwie nachgeguckt, weil nur wenn man einmal so eins hat, was einigermaßen funktioniert, bin ich bei Augenbrauenprodukten relativ faul. Ich suche mir gerade, ich habe einige, oh, ich habe sogar, habe ich den von Max & Moore? Nein, ich habe den Lip Plumper von, es ist immer schön, ich habe jetzt schon eine ganze Kiste voll Augenbrauenstifte und da habe ich jetzt auch zum Teil dann die Lip Plumper und so weiter mit drin. Ich habe einen Lip Liner von Action auch noch da. Ich weiß aber nicht, wo der liegt. Vermutlich unten irgendwo. Ich habe aber hier, das sind die Eyeliner von Action. Die gibt es im Moment bei uns noch in der alten Form. Die gibt es aber auch schon irgendwie in einer neuen Farbe, habe ich gesehen. Das sind diese. Und bei Action gibt es ja auch die kleineren. Die gibt es, glaube ich, im 10er-Pack oder so. Die Behälter gibt es auch bei Kick. Ah, gut. Kick haben wir auch. Da muss ich mal nachgucken. Da war ich eigentlich auch schon lange nicht. Ich fahre immer die Sachen an, die dann bei mir einfach auf der Einkaufsstrecke liegen. Und da war ich bei Kick schon lange nicht mehr. Gut zu wissen, dann kann ich mir nämlich endlich, der ist von Smile. Und ich finde das bei den Behältern so schön, dass die so ein bisschen weiter nach außen gehen. Also so, ne, so Richtung Blumenvase gehen oder halt Blumentopf. Und diese von Smile, da wo eigentlich Pinsel drin müssen, die sind halt gerade. Und dadurch kommt man dann an den Produkten, wenn man so viele drin hat, gar nicht mehr so gut ran. Ja, ich gucke gerade nochmal die anderen Action-Eyeliner durch. Ich habe dann einmal den. Dann habe ich irgendwo noch einen neutraleren. Den. Oder? Nein, das ist ein Essence-Lip-Liner. Aber so ähnlich sieht der aus. Vielleicht habe ich den auch schon in meiner Hand. Ich habe die... Ah, doch. Da ist der Lip-Liner von Max & Moore. Die funktionieren nämlich auch schön. Die sind cremig und die halten recht lange. Und dafür, dass die halt nur Lipliner sind, kann man die sich echt mal angucken. Also die kosten, glaube ich, irgendwie nur 95 Cent oder so. Sind extremst günstig. Ich finde jetzt die anderen nicht. Gucken wir einfach davon. Also man hat einmal, das ist so ein Mehrfachset. Irgendwo habe ich noch einen lilanen. Aber den finde ich gerade nicht. Was ist die? Nein. Ich habe im Moment viele lilanen. Das ist so mein Problem. Da. Da ist er. Also die haben noch irgendwie einen grüneren drin, grünlicheren drin und dann diesen. Das sind dieses, das ist der Vierer-Set und dann haben die halt so solche kleinen. Die kleinen, muss ich sagen, malen für den Preis auch nicht schlecht. Ich habe jetzt nur diesen einen, aber der malt echt gut. Der ist halt nicht hell genug, wenn man die Wasserlinie erhellen möchte. Und in diesem einen Vierer-Set haben die einmal so einen dunklen blau-lila Ton drin. Die malen relativ gut auf der Wasserlinie. Sie sind jetzt nicht top-notch und high-end und so, aber die malen schon recht gut. Dann haben die einmal so einen bläulichen drin. Der ist so ein bisschen blau-grün, so ein bisschen Richtung Tannengrün. Und dann haben die eher so einen neutraleren, rötlicheren. Da. Ich würde mal sagen, der passt auch im Moment am besten. Den nehme ich jetzt einfach mal hier hinten und versuche mir damit die Wasserlinie nachzumalen. So ein bisschen zumindest. Damit wir auch Richtung Action bleiben. Die malen jetzt nicht unbedingt extrem gut. Also da braucht man auch ein bisschen Kraft und ein bisschen Ausdauer, bis man die aufgetragen hat. Finde ich von der Abgabe aber noch vollkommen in Ordnung. Also ich muss sagen, die neuen Catrice Cool Kajal Stifte sind schlimmer. Gerade wenn es halt jetzt kühleres Wetter ist. Also ab 22, 23 Grad funktionieren die Cool Kajal Stifte super. Darunter von Catrice kann man versuchen. Kann man auch genauso gut sein lassen, malen nicht. Und diese funktionieren, die zum Rausdrehen funktionieren, eigentlich vollkommen in Ordnung, gerade für den günstigen Preis. Ich habe die jetzt noch nicht extrem häufig benutzt, aber ich benutze, ne, bei so einer Menge benutze ich die dann trotzdem relativ regelmäßig. Mascara, immer noch die Lash Without Limits, die ist immer noch vollkommen gut funktionstüchtig. Man merkt so langsam, dass sie leerer wird. Man muss aufpassen bei der Mascara, die
verschmiert relativ fix mal so da oben, wenn man da oben nicht vernünftig gesettet hat oder einfach da auch zu etwas öligeren Augenlidern neigt. Kann das schon mal passieren oder durch den Regen geht oder so. Ist aber vollkommen noch in Ordnung, sag ich mal. Also es gibt schlimmere Mascaren, wo man dann wirklich Panda-Augen hat. Ich habe aber auch recht lange Wimpern einfach. Die gehen dann halt nach oben und stoßen oben an. Wer kürzere Wimpern hat, hat vielleicht damit rein gar keine Probleme. Und meine Wimpern sind halt von Natur aus so geschwungen. Da brauche ich nämlich auch nichts mehr machen. Ich kann euch echt nicht sagen, wie das dann ist, wenn man keine geschwungenen Wimpern hat. Also ob die den Curl, ob die den Schwung hält oder so, kann ich euch nicht sagen. Meine machen das von Natur aus. Ich benutze im Moment ein Wimpernwachstumsserum von Lash Cocaine. Aber die haben mir jetzt schon wieder die Formulierung geändert. Ich benutze noch die alte Formulierung. Die ist, glaube ich, die habe ich mir letztes Jahr zum Black Friday gekauft. Oder vorletztes Jahr zum Black Friday. Ist ja schon vorletztes Jahr. Und endlich benutze ich die jetzt regelmäßig seit 4-8 Wochen. Ist im Moment noch genug drin. Und man merkt auch, die funktioniert. Die lässt auch so die Wimpern so lang werden, wie sie jetzt sind. Ich habe nicht ganz so lange Wimpern, ich habe aber immer geschwungene Wimpern. Also vermutlich wird, oder schätze ich einfach mal, das Wimpernserum wird nicht die Struktur der Wimpern ändern, also die, ob die geschwungen sind oder nicht. Aber das erhält halt die Länge. Ich kann nicht nachvollziehen, was andere an der L'Oreal Panorama finden. Bei mir versagt die total. Ich habe die Panorama auch da. Ich finde die so... ne? Mittelmäßig. Die macht nichts mehr als die Essence und auch nicht weniger als die Essence und dafür gebe ich einfach nicht das Dreifache an Preis aus. Ich habe auch die Lash Telescopic da. Die hatte die ersten paar Mal von L'Oreal, die hat die ersten paar Mal total gut gehalten und war wirklich meine Top-Mascara, weil die extrem geile Länge macht und die schmiert jetzt auch bei mir. Und was hatte ich noch? Die Lash Paradise, die ist total schnell eingetrocknet. Also die ist innerhalb von 3 Monaten wirklich komplett trocken gewesen und ich hatte die parallel geöffnet. Ich glaube sogar die Essence hatte ich sogar einen Tag länger geöffnet und die andere war einfach komplett schon eingetrocknet. Oh. Ja, mein Spiegel geht immer nach 30 Minuten aus. Auch wenn ich einen Stecker drin habe oder irgendwas, der ist automatisch irgendwie so intern so eingestellt. Übrigens, der Spiegel ist auch unten in der Infobox verlinkt. Nur mal so. Also wenn ihr auch mal irgendwie noch auf der Suche nach so einem Spiegel seid, einfach zum Schminken und so, dann könnt ihr mal bei Amazon vorbeischauen. Da ist der nämlich hier, oder ich habe den unten euch verlinkt. Und ja, das ist ein Affiliate-Link. Also ne, steht auch drüber, steht auch extra angemarkert, das sind Affiliate-Links. Ich habe mir den aber auch selber wirklich bei Amazon gekauft. Und benutze den im Prinzip schon seit einem guten halben Jahr. Vielleicht auch 3/4 Jahr schon fast. Und bin echt begeistert. Den kann man hell und dunkler stellen. Den kann man... Ich zeige euch das einfach nochmal. Der heißt Easehold. Den kann man nämlich... Ich habe mir mehr... Ich zoome euch mal einen Tacken raus. So, dann sieht man das nämlich besser. So, ich habe mir mehrere Spiegel angeguckt. Das ist dieser Easehold. Der hat hier unten so ein kleines Tray, wo man was drauf machen könnte, wenn man möchte, oder halt irgendwie Kleinigkeiten reinlegen kann oder auch Süßigkeiten reinlegen kann, wenn man das braucht. Und der ist komplett drehbar. Also den kann man einmal nach rechts schwenken und einmal nach links schwenken und auch falsch rum aufmachen und richtig rum aufmachen eigentlich. Nee. Also man kann den nach rechts und nach links schwenken, ich sag's mal so. Und der hat einmal, macht man das jetzt? Kann man das? Welche Seite kann man aufmachen? Ohne das. So. Der hat einmal hier, man sieht, ich patsch da öfter dran. Der hat einmal hier eine lange Fläche. Lifehack von Mascara, die richtig gut funktionieren. Habe ich mir das Bürstchen auf und hole ich mir das Bürstchen auf. Genau, und nutze es dann für andere Mascaren. Da bekommt man fast jede Mascara dazu, dass sie funktioniert. Stimmt, habe ich früher auch ganz häufig gemacht. Also das stimmt. Das ist nämlich auch so das Einfachste. Man muss halt nur gucken. Man muss entweder das alte Bürstchen noch da drin lassen und das dann so zumachen, denn nicht jede Mascara hat den gleichen Verschluss, also die gleiche Dicke, wie das Bürstchen zugeht. Das ist immer so das Problem dabei. Ich habe das nämlich, oh Gott, war das von... von irgendeiner Marke, gab es auf jeden Fall mehrere. Ich glaube Max Factor oder Rimmel oder sowas ganz Komisches. Und da hatte ich mehrere verschiedene Mascaren mal irgendwann gekriegt oder beziehungsweise gekauft und habe dann...
das Bürstchen von der einen in die andere getunkt, weil das eine Bürstchen mir gefallen hat und das andere nicht. Dann war die andere Mascara nämlich genauso gut. So, also dieser Spiegel, der kann sich halt drehen. Der hat auf der Seite, und die andere Seite mache ich jetzt nicht auf, dann blende ich euch nämlich, einmal einen komplett kleinen Spiegel, den man sich drehen kann, wie man hier möchte. Und auf der anderen Seite einmal, ich glaube, drei und, was steht da, zwei, nochmal so kleinere Hälften. Einmal hier die Hälfte, einmal da die Hälfte, wo man dann eine leichte Vergrößerung dann hat und halt dann diesen Innenspiegel. Wenn man die Seite öffnet, geht das Licht an, kann man aber auch, wenn man möchte, hier, könnte ich eigentlich ausstellen, ne? Na, wenn man, ne, kann man einmal ausstellen. Ja, der ist dreckig und siffig, den benutze ich halt jeden Tag. Und hier unten kann man sich den anmachen, da. Und man kann, wenn man lange drauf drückt, die Helligkeitsstufe ändern. Und man kann auf die andere Seite auch noch, wenn man den Knopf daneben benutzt, man kann dann auch noch die Farbe ändern. Also ob das neutral, ob das warm oder ob das kühl gehalten wird. Finde ich total genial, den Spiegel. War eine gute Investition. Ich halte den bei meinen Schminkvideos immer so und klappt dann oben und unten auf. Man kann aber, wenn ich mich ganz alleine schminke, auch so. Und man hat halt wirklich einmal komplett rundherum beleuchtet und kann den ganz einfach mit USB aufladen. Total gut. Ja. Hält aber auch, also hält mindestens 2 bis 3 Sessions, also 3-4 Stunden würde ich mal sagen, hält der auf jeden Fall auch einfach durch, ohne dass man den auflädt. Nur mal so zur Info. So, Max & More Lip Liner. Das sind die Max & More Lip Liner. Ich habe den jetzt in irgendwas mit Muffin, meine ich. Ja, da, wow, 344 Muffin. Mein Mann lacht immer, wenn wir in Urlaub fahren. Wir nutzen immer Ferienwohnung und trotzdem ist der Kofferraum voll mit Haus. Kenne ich. Wir auch, mit Hausgott. Kenne ich total. Wir fahren nämlich auch immer in Ferienwohnung. Wir waren jetzt letztens erst in den Osterferien mal wieder auf Schloss Dankern, weil das ist so mit 4 Kindern und Spaßfaktor und nicht unbedingt auf Wetter achten. Total genial, wenn man Richtung Deutschland bleiben möchte. Und das Auto quält auch meistens über, dann nehme ich mal das eine mit und das andere mit und dann möchte man ja noch hier was. Ich war dieses Mal relativ minimalistisch mit meinem Make-up unterwegs und am liebsten, ich habe mich so ein bisschen geärgert, ich habe den Spiegel nicht mitgenommen, denn die letzten 2-3 Mal waren wir in einer Wohnung, wo das Licht genial war, wo ich mir dachte, wieso hast du nicht mehr mitgenommen, wieso... Na, hätte es nochmal besonders richtig reinhauen können, auch im Urlaub einfach mal so ein bisschen austoben und ausprobieren können. Und dieses Mal bin ich froh, dass ich nicht mehr mitgenommen habe, weil die Lichtverhältnisse waren grottig und ich habe mich echt geärgert, dass ich nicht den Hausrat, also mein Spiegel, meinen absoluten Lieblingsspiegel mitgenommen habe. Weil die ganzen Palettenspiegel, man sieht sich dann, aber das Licht kommt irgendwie anders und man sieht dann trotzdem nichts. Und ich mag das auch nicht, wenn ich halt nur irgendwie einen Teil davon sehe. Wenn ich jetzt hier mit so einem kleinen Spiegel hantiere, muss ich mich dann da und dann finde ich das wieder schon komisch. Also ich kann dann wirklich nur den einen Teil machen, weiß aber nicht, ob das insgesamt gut aussieht. Und das habe ich extrem auch bei Paletten, dass ich dann einfach den Spiegel, weil da vielleicht auch einfach ein bisschen mehr an den Seiten noch irgendwie Papier ist oder so, das dann einfach nicht hundertprozentig sehe. Und das nervt. Und deswegen bin ich froh, dass ich diesen Spiegel auch habe und den permanent bei mir dann auch in den Videos stehen habe. Erstens ergibt das noch eine schöne Lichtquelle. Darf den natürlich nicht extremst hell stellen, weil dann wird es einfach zu hell werden an der Seite. Aber es hat halt eine schöne Lichtquelle. Ich kann mich dann einmal komplett überall sehen, ob das dann auch einigermaßen funktioniert. Und für so Kleinigkeiten kann man halt immer noch mal einen Spiegel ranziehen. Und das ist so mein Ding, was ich jetzt auch eigentlich immer beibehalte. Und ich liebe es. So, einmal Lip Liner. Das ist der ja in 344 Muffin, habe ich gesagt. Ich weiß nicht, ob der jetzt, wenn man sich den an die Nase schmiert, ist der nicht auf den Lippen. Also, ich weiß nicht unbedingt, ob der jetzt direkt dazu passt. Ich wollte euch einfach mal die Varianten von den Lippen zeigen, weil die sind genial. Man kann die auch, ich male damit komplett meine Lippe aus und nehme dann einfach einen Lipgloss und bin damit fertig. Ist übrigens bei kleinen Lippen auch so total ein guter Hack. Nehmt Lip Liner anstatt Lippenstift. Nehmt einen cremigen Lip Liner, zum Beispiel die von, waren die von Manhattan? Diese vor 5, 6, 7 Jahren gehypten Lip Liner. Ich glaube, den hatte ich nämlich auch, den 59G, 46G, irgendwie sowas. Die funktionieren nämlich auch gut, wenn man einfach die ganze Lippe damit einfärbt und man kommt halt nicht so schnell über die kleinen Lippen drüber. So, am besten mache ich das so, dass ihr das auch seht. So sieht man das. So, zack. Da ist die obere Lippe nämlich schon schön mit gerahmt und man kommt halt auch ganz, oder ich glaube, die kosten noch nicht mal 1 Euro. Und man kommt halt auch mal irgendwann da durch. Und braucht mal so einen Lip Liner auf.
So, vielleicht jetzt nicht unbedingt die beste Farbe zu dem, da hätte man doch eher so ein bisschen ins kühle Grill gehen sollen, aber ne, man kriegt schon eine ganze Menge. Man kann also die Lippen, wenn man eine große Lippensammlung hat, öfter damit bemalen und man wird vielleicht auch nicht langweilig, bevor das gekippt ist oder man hat es vielleicht aufgebraucht, bevor das gekippt ist. Und gerade hier kleinere Lippen, ich habe ja eine recht normale Unterlippe von der Größe her, aber eine total kleine Oberlippe. Ich kann mir die auch nachmalen und größer zeichnen und man würde es noch nicht mal merken. Man würde dann einfach sagen, das passt komplett in dein Gesicht rein, aber ist halt so. Und schön cremig. Man hat das Gefühl, man hat jetzt irgendwie keinen austrocknenden Lip Liner drauf, sondern wirklich einen schönen Lip Liner und man braucht halt nichts anderes. Man kann jetzt einfach hier, ich nehme jetzt einmal den Gloss, den ich so oder so schon vorher habe. Das mit der großen Unterlippe ist bei mir auch, ja. Wieso auch immer. Ich bin froh, dass die meisten meiner Kinder das nicht geerbt haben. Die haben nämlich schön voluminöse Lippen, zumindest im Kindesalter. Und bin froh, dass die diese Mini-Oberlippe nicht geerbt haben. So. Und dann einfach nochmal ein Gloss drüber. Und dann ist man damit fertig. Natürlich, wenn man einen Gloss drüber trägt, hält das Ding nicht mehr ganz so lange. Aber vollkommen solide, vollkommen in Ordnung. Den kann man rausdrehen. Man hat hier hinten, glaube ich, sogar noch einen Anspitzer, wenn man das nochmal genau, noch mal spitzer haben möchte. Den benutze ich eigentlich nie. Und man ist halt recht fix fertig damit. Und man hat halt einen schönen Lip Liner, der auch hält, der nicht austrocknend sich anfühlt. Man kann halt den Gloss drüber setzen, wenn man so ein bisschen mehr Schein haben möchte und die Lippen dafür dann größer aussehen lassen möchte. Und komplett genial. Liebe ich total. Wenn die nochmal irgendwie andere interessante Farben haben, die mich interessieren, würde ich da auf jeden Fall nochmal irgendwie reingreifen und zugreifen, weil die kriegt man irgendwann aufgebraucht. Lippenstifte bei mir aufzubrauchen, ist echt so eine Heidenarbeit und dann bin ich auch wirklich eher so der Typ, ich benutze einfach einen ganz normalen Lipgloss, ob der jetzt wirklich Farbe drin hat oder halt nur so leicht getönt ist, reicht für mich vollkommen aus, weil ich habe ja schon genug Farbe in meinem Gesicht, sag ich mal so. Also meistens betone ich eher oder lieber meine Augen anstatt meine Lippen, weil die Lippen, die sind halt nicht irgendwie aussagekräftig bei mir. Leider. Ja, also Swatch Party wollte ich noch machen. Legen wir uns mal so ein Tuch zurecht. Ich habe im Moment das Micellenwasser. Ich habe auch im Moment das Fixing Spray funktioniert. Von Max & More funktioniert das eigentlich ganz gut. Die meisten Fixing Sprays, oder wieso ich die so selten in die Kamera halte, die meisten Fixing Sprays haben ja irgendwie doch eher befeuchtende Eigenschaften und dann merkt man oder hat man das Gefühl, dass man glänzender wirkt als vorher. Und glänzender als vorher ist bei mir immer so, nee, gleich bist du ja schon komplett glänzend. Und ich mag das einfach nicht. Also deswegen, ich benutze meistens hier so ein Fixing Spray, um meine Pinsel anzusprühen oder selbst Make-up zu entfernen oder so. Da funktioniert das nämlich auch ganz gut, weil man hat dann irgendwo eine feuchte Basis und kann es dann damit machen. Aber wirklich fürs Gesicht super, super selten. Das ist jetzt auch von Max & More. Das kostet kein Arm und kein Bein, aber es hat auch einen schönen Sprühstoß. Den kann ich euch auch mal zeigen. Ich mache das jetzt einfach mal. Kann man das so am besten sehen? So. Halt ist ein Standard-Fixing-Spray. Ist jetzt kein super seichter Sprühnebel, sondern wirklich ein Spray. Funktioniert solide, riecht so ein bisschen erfrischend, aber jetzt nicht irgendwo schlimm. Ich habe jetzt einmal hier einen dicken Spritzer und da einen dicken Spritzer gefühlt drauf. Man merkt das auch. Und ja, also vollkommen in Ordnung ist jetzt ein Produkt. Ich nutze dieses Spray auch. Ja, es ist vollkommen in Ordnung. Bräuchte das jetzt aber nicht unbedingt. Also ich habe... Ich finde diesen Trick total genial. Man kann ja die Kappe benutzen. Man kann sich das Spray hier reinmachen. Zack, zack, ein, zwei Pumpstöße und kann damit dann die Pinsel befeuchten, wenn man das braucht und kann das dann an den Rändern wieder abwischen und muss dann nicht wie so eine Blöde gucken, dass man den Pinsel getroffen hat und dass man dann nicht, dass man dann auch diese Menge dann auf den Pinsel gekriegt hat, die man haben wollte. Finde ich eine total geniale Sache. Muss ich auch nochmal erwähnen, finde ich, den Tipp habe ich ja bekommen und der ist geil. Der ist richtig, richtig gut. Bei manchen Sachen kommt man einfach nicht drauf. Genau, das hattest du mir gesagt. Ich war mir jetzt nicht mehr hundertprozentig sicher. Manchmal liest man mich oder im Chat zeigen mir manchmal die Namen, werden die manchmal anders angezeigt als dann in den Kommentaren. Deswegen, ich meine nämlich auch, der Tipp wäre von dir gewesen, wollte das jetzt aber nicht so blöd erwähnen und voll auf die Nase fallen. Ich bin nämlich in Namen lesen und Namen behalten nicht die Expertin, ich sag's mal so. Ich kann das nicht immer hundertprozentig und deswegen möchte ich dann einfach nicht so komplett auf die Nase fallen. Und der Tipp, den habe ich jetzt schon öfter gemacht, der ist super. Der ist richtig, richtig gut. Ja, Swatch Party. Sollen wir erst die Schimmertöne swatchen? Ich glaube, das ist das Wichtigste fast. Ich fange einfach
So mache ich das. Und suche mir dann einfach die passenden Schimmertöne raus. Ich überlege gerade noch, ob ich einfach die, die sich sehr ähnlich im Pfännchen ansehen, ob ich ihn nebeneinander swatche. Ich glaube, so mache ich das. Nämlich, ich fange jetzt mit den hellsten den hellsten Brauntönen an. Wir haben einmal hier den, der heißt Disco Queen. Dann haben wir einmal Tempting Desire und Ethereal Kiss. Den so erstmal richtig lesen. Denn dann sieht man auch, ob die Farben sich jetzt fülle ich mir immer in kleine Flaschen um, beziehungsweise in Flaschen, die einen besseren Sprühkopf haben. Ah, ja, stimmt. Ich hatte auch mal ein süßes von Sephora, beziehungsweise hier ein Micellenwasser von Sephora. Habe euch dann ganz toll mal irgendeinem Live gesagt, das werde ich auf jeden Fall behalten und werde dann meine ganzen Micellenwasser darin umfüllen. Und dann habe ich ein Aufgebraucht-Video gemacht. Und dann war es weg. Aber das ist ja auch nicht so groß. Das ist jetzt hier von Bioderma. Das war in einer Box? Medikamente-Box hier von Doc Morris. Ist vollkommen in Ordnung, ist aber jetzt auch nicht irgendwie erwähnenswert, sodass man das unbedingt haben müsste und nichts anderes gebrauchen könnte. So, ich swatche jetzt einmal Disco Queen. Das ist dieser hier. Ich hoffe, die sieht man immer. Und swatche die einfach in meinem Handrücken rein. So sehe ich nämlich immer das Beste. Lassen sich gut aufnehmen. Ist eher Standard-Metallic, ohne jetzt besondere Schimmerpartikel drin zu haben. Dann haben wir einmal Tempting Desire. Das ist der untere gewesen. Der ist auf jeden Fall einen Tacken dunkler. Ich mache die mir immer zwischendurch an dem Tuch sauber. Und geht eher so ein bisschen ins Bronzigere. Seht ihr das? Ja, da sieht man es ganz gut. Ja, ich gehe nochmal einen Tacken zurück. Der hat er Schimmerpartikel drin. Ich würde auch sagen, der ist eher Standard. Eher Standard. Dann haben wir Ethereal Kiss. Das ist der letzte unten. Da kann man nämlich dann auch, den habe ich jetzt hier geswatcht. Einmal nochmal schauen, ob die Schimmertöne sich einigermaßen unterscheiden. Ja, der Ethereal, ich weiß nicht, ob ihr das seht, der geht auf jeden Fall ein bisschen mehr ins Rose Gold rein. So ein bisschen in diese rosigere Richtung. Ist aber jetzt... Braucht man alle drei in einer Palette? Ich glaube, man kriegt einen sehr, sehr ähnlichen Look damit hin, wenn man die irgendwie nebeneinander trägt, beziehungsweise auch abwechselnd trägt. Wenn man jetzt nicht irgendwie mit den matten Tönen arbeitet, glaube ich, würde man bei allen dreien, besonders jetzt aber auch bei diesen beiden äußeren, einen sehr ähnlichen Look damit hinkriegen. Ich nehme jetzt einfach nochmal Pop Bottles, das ist der dunkle, und den dazu. Und schauen wir einfach mal da, ob das dann jetzt noch ein Unterschied gibt, beziehungsweise wo der Unterschied liegt. Da sind sie. Ja, der ist, ich glaube, Anastasia Beverly Hills Rose Gold würde ich den schon fast beschreiben. Ah, super. Und der ist eher so in dieses, auf jeden Fall ein bordeauxfarbener Unterton. Ist es bordeauxfarben? Ich bin im Beschreiben so gut, ne? Also ist schon wahnsinnig. Da ist er ein bisschen aufgebauter. Der ist auf jeden Fall in diese rötlichere Richtung mehr. Die beiden, glaube ich, kann man sie auf dem Auge wirklich unterscheiden oder funktioniert das auf dem Auge wirklich super gut? Ich glaube, was man davon sehen wird, das ist einmal die helle Variante, diese drei, und man kriegt einmal eine dunklere Variante. Wenn man eher in dieses neutralere Braun gehen möchte, kann man die beiden ganz gut zusammensetzen. Man kann aber auch wirklich jeden anderen Ton nehmen. Und wenn man eher in so ein bisschen rötlicheren gehen kann, dann nimmt man halt diesen Braun oder gehen möchte, nimmt man diesen Ton. Extrem viel Unterschied auf den Augen, glaube ich, wird es nicht sein. Ist jetzt einfach meine Meinung. Vielleicht sagt ihr auch, man sieht jedes bisschen an Unterschied extrem. Bei mir ist das aber, ich habe eine Woche lang die Norvina getragen. Ob ich jetzt Norvina, ich zeige euch die mal, ob ich jetzt den Ton, den Eccentric mit dem Ton getragen habe oder aber auch den Ton da reingesetzt habe oder aber auch den Ton damit benutzt habe. Man hat so gut wie keinen Unterschied gesehen. Und beim Schminken möchte man ja schon, dass die Looks sich unterscheiden, egal wie. Und ich glaube, bei den Tönen würde man halt den Hell-zu-Dunkel-Kontrast gut sehen. Man wird aber noch nicht mal auf dem Auge so einen extremen Unterschied sehen. So, jetzt einmal die beiden Goldtöne. Ich sehe, dass der Ton gräulicher ist als dieser. Sieht man das auf dem Auge? Minimal. Das ist einmal Sugar Me. Das ist der wirklich der hellere Goldton. Das ist der. Und dann habe ich einmal
Glazed Over. Das ist der mit dem leichten grauen Unterton. Eins, die sind übrigens sehr cremig. Zwei. Und auch hier schon auf dem Handrücken, seht ihr das? Da sieht man so einen leichten grauen Unterton hier, wenn ich den jetzt aus dem Licht setze. Aber wenn ich das in das Licht setze, ist es der gleiche Schimmer. Und auch hier, vielleicht wollen wir uns da nochmal, da sieht man, dass der so ein bisschen durchsichtiger ist, so ein bisschen weißlicher. Und der hat halt so einen gräulichen Unterton. Auf dem Auge, ich habe jetzt beide auf dem Auge. Also einmal den gräulichen über das bewegliche Lid und einmal den anderen Ton so ein bisschen mit dem Mysterious, also mit diesem orangen Peach-Ton kombiniert. Sieht man kaum Unterschied. Das ist der Peach-Ton übrigens. Der ist schön hell. Man sieht den rosa-orange Unterton recht gut. Würde ich mal sagen, hat schon fast einen Silberschimmer drin. Die anderen haben eher Gold, der hat eher Silber. Der im Inner Corner wirkt halt wunderschön, weil der halt so einen Silberschimmer hat. Silber macht immer, wenn es ein helles Silber ist, macht es halt immer auch schon, ne, so einen helleren Schein da drauf drin. So, und jetzt gehe ich einmal in Matte Obsessed rein, das ist der helle lila Ton, und einmal in den Girls Night den dunkleren lila Ton. Jetzt sehen die auch gar nicht mal ganz so schlimm aus. Ich habe nämlich so ein bisschen die Farbe einfach da weggenommen. Also, das sind eher Special Shades, würde ich mal schon fast behaupten. Wieso Special? Ich weiß nicht, ob ihr das so erkennen könnt. Und da ist der lila Ton, der hat halt eine wirklich schöne, warme lila Base und einen kühlen lila. Kann man das da hinten vielleicht? Versuche ich das so, da sieht man, dass das auf jeden Fall das kühle Lila drüber ist und eine dunklere Base hat. Und der hat eine fast schon rosa Base, der da drunter, und auch so ein bisschen auf jeden Fall Silberglitzerpartikel drin, schon fast. Also das sind die anderen matten Töne, mit Schimmertöne, die wir jetzt in der Palette haben, die wirklich Schimmertöne sind. Die, würde ich sagen, sind die besondersten, aber auch der, die sind halt wirklich... Ja, ich finde die stark. Ich finde die gerade für, noch nicht mal für den Preis, aber ich finde die richtig, richtig gut. Ich weiß, ich stehe auf Schimmertöne. Ich stehe auch so ein bisschen auf texturierte Schimmerstöne. Also Schimmertöne, die jetzt wirklich nicht nur eindimensional sind. Und mich hat diese Palette jetzt echt begeistert. Die fühlen sich auf dem ersten Gefühl so ein bisschen trocken an. Beim zweiten Gefühl merkt man aber, oder bei dem zweiten Berühren merkt man, dass die gar nicht so trocken sind und auch gar nicht so hart gepresst sind. Also man muss ein bisschen aufpassen, gerade wenn man jetzt so einen etwas härteren Pinsel hat, dass man sich den Ton nicht extrem zerstört. Ja, matte Töne haben wir hier ja auch einige drin. Wir haben einmal die Richtung bunte matte Töne und einmal die Richtung bräunliche matte Töne mit verschiedenen Untertönen. Wo fangen wir an? Ich fange einfach bei den bunten matten Tönen an. Wir haben hier das Lila, das ich auch in meiner Crease trage. Funktioniert übrigens gut in der Crease. Es bleibt auf der Crease bestehen. Es verblendet sich vernünftig weg, aber nicht komplett weg. Dann haben wir, wie heißt der übrigens? Der heißt Love Bites. Das ist der. Dann haben wir Pinkaholic. Das ist der komplett in der Mitte, der pinke Ton. Der hat ganz leichten Schien drin. Diese Palette erinnert mich von der Konsistenz her immer an die Städtepalette von Essence. Ja, ich hatte mal die, oh, eine ganz alte Städtepalette. Irgendeine Städtepalette hatte ich auch, ich weiß nur nicht mehr, wie die hieß. Da waren nämlich diese Wassertöne drin auch, diese so ein bisschen. Dann haben wir hier einmal von Stay Here. Das ist dieser, ja, knallige Pinkton schon fast. Und Make You Blush, das ist der unten in der Ecke, dieser hier. Und jetzt swatchen wir, also da sieht man schon, die haben auf jeden Fall Farbe reingebracht. Und die haben verschiedene, wenn man einmal extrem knallig gehen möchte, man kann auch mit dem so ein bisschen blenden und den dann zum Verdunkeln benutzen. Beim Lila ist das ein bisschen schwieriger. Ich habe das aber eigentlich recht gut hingekriegt. Ich bin nämlich in Love Lust reingegangen und der wirkt eher so ein bisschen Bordeaux-mäßiger auf dem Auge. Ich swatche jetzt einmal hier aus. Und da sieht man nämlich auch, der Flieder... Ton, sieht man den überhaupt? Den muss man extrem aufbauen. Der hat bei mir jetzt schon fast keine Prägung mehr drin. Da ist er ein bisschen besser. Der hat, glaube ich, eine ganz krasse Farbabgabe. Und auch den habe ich ja mit dem Finger geswatcht. Das war der hellere. Also die haben alle eine ganz gute Farbabgabe. Begeistert bin ich jetzt hier von dem hier. Der ist mal krass. Gefallen mir. Und man sieht hier diesen leichten Schien. Ich habe, meine Hände glänzen jetzt einfach von dem ganzen Schimmer. War gut, dass ich das Schimmer zuerst gemacht habe. Von dem leichten Schien sieht man ein bisschen, ist aber jetzt, glaube ich, nicht so schlimm. Was, wann, wo hatte, in der, in irgendeiner BH Cosmetics Palette,
Color Festival oder so hieß die. Da war nämlich auch so ein Pink mit so einem leichten Sheen drin. Daran erinnert mich dieser Ton extrem. Der war nämlich auch so pinkig und der hatte auch so einen leichten Sheen. So, matte, neutralere Töne. Wir haben einmal Pink Soda. Dann haben wir einmal Satin Pearl. Die beiden swatche ich nebeneinander. Wir haben einmal eher die drei kühlen, würde ich mal behaupten. Und da in die wärmere Richtung. Und das sind einfach nochmal zwei, die in die rötliche Richtung gehen. Ich swatche jetzt erstmal die drei kühleren Töne. Zumindest für mich kühleren Töne. Für manche scheinen die auch vermutlich neutraler zu sein. Also ich bin diejenige, die kühl und warm nicht unterscheiden kann. Wir haben einmal hier, den sieht man, glaube ich, so gut wie gar nicht. Eher so, der wirkt ein bisschen heller, als er wirklich ist. Man sieht den so eben, genauso wie den Fliederton. Ist aber jetzt nicht wirklich ein Ton, der ausschlaggebend wäre, glaube ich, in der Palette. Dann haben wir hier einen, boah, ich weiß nicht, ob das jetzt so ist, weil man gerade so viel Farbe gesehen hat. Da sieht man ihn. Den Ton und einmal den ganz dunkelsten, die muss man auch wieder aufbauen. Die sind also nicht wham, da und da ist der dunkelste Ton. Der ist wirklich schön kühl. Damit kann man aus einem sehr quietschig-knatschigen Look einen neutraleren Look machen. Dann haben wir einmal jetzt Glam Squad und Hypnotic Lace. Das sind so die wärmeren Brauntöne. Oh ja, die sind eindeutig besser pigmentiert. Also da sieht man so. Und da ist einmal der hellere, das ist der Hypnotic Glaze. Und der andere war der Glam Squad, der mittlere. Die finde ich von der Pigmentierung auf jeden Fall besser als die zwei daneben. Sind aber auch einfach dunkler. Also die, glaube ich, zum Ausblenden. Der hier sogar schon fast zum Ausblenden. Der in der Crease funktioniert auch garantiert ganz gut. Man muss aber ein bisschen mehr Kraft aufwenden, damit die überhaupt funktionieren. Ist aber jetzt einfach so auch, ne? Meckern auf hohem Niveau. Und jetzt kommen noch die letzten beiden Farben und dann hätten wir einmal eine Runde geswatcht. Meine Finger sind nämlich auch so langsam stained überall. Jetzt haben wir nämlich einmal noch Love Lust. Der wirkt im Pfändchen, finde ich, nicht ganz so Bordeaux-rot, wie er jetzt auf dem Auge wirkt. Oder auch beim Swatchen. Und dann haben wir noch einmal einen, der rötlicher, noch rötlicher ist. Der ist Dream World. Der ist hier oben. Da. Ja. Ne? Und da sind sie nochmal. Unterscheiden die sich so extrem? Ja, der ist knalliger. Und der ist eher so ein bisschen gedeckter Pink. Kann man auf jeden Fall in die Pink... Also ich hatte am Anfang, als ich die Palette gesehen habe, habe ich gedacht, meine Güte, sind da viele matte Farben drin, holst du dir die überhaupt? Viele neutrale Farben drin, holst du dir die auch? Wenn ich die jetzt so geswatcht habe, so alle mal nacheinander miteinander verglichen habe, sind das gar nicht so viele neutrale Farben, sondern die gehen eher in dieses pinkige oder Bordeaux-Richtung. Oder Pflaume, wie auch immer man die Farbe bezeichnen möchte. Und neutrale Töne findet man am meisten in den Schimmertönen, in den matten Tönen halt hier und da vielleicht noch. Und das sind aber schon zwei Töne, die eher neutral im Pfändchen rüberkommen, vielleicht auch einfach wegen dem Hintergrund des Pfändchens, aber nicht ganz so neutral sind, wie sie aussehen. Also die gehen eher in das knallige Pink, in das Bordeaux rüber und ja, coole Palette, muss ich mal sagen, ist für mich, glaube ich, die beste Palette, die ich bis jetzt besitze oder ausprobiert habe. Ich zeige euch mal die anderen, die ich noch da habe. Die letzte Palette liegt da oben irgendwo, die hole ich jetzt nicht. Das war meine erste, die ich davon ausprobiert habe. Das ist die Papillon-Palette. Und wenn man sich da jetzt einfach mal die Schimmerqualität anguckt, sie ist da. Man erwartet nicht so viel, aber die sind eher eindimensional. Farbtechnisch finde ich die auch gar nicht mal so übel. Mir gefällt die Farbvariante aber ehrlich gesagt besser. Und dann haben wir noch einmal die Euphoria. Die kam ja vor der Sparkle-Palette raus, wo ich mir zuerst dachte, die Euphoria sieht super, super ähnlich zu der Sparkle aus. Ich zeige sie euch jetzt einfach mal nebeneinander. Sie haben einen ähnlichen Vibe. Die wirkt neutraler als die, ist sie aber, glaube ich, gar nicht. Die hat halt diese gelblichen Farbtöne drin. Die haben beide pinke drin. Ja, welche gefällt mir besser? Ich würde sagen, schon fast die. Die haben übrigens noch einen Spiegel, die alten. Die hat jetzt keinen Spiegel mehr, stört mich aber nicht weiter. Die haben, finde ich, die Schimmerqualität extrem viel verbessert. Gerade die besonderen Töne, die sind auf jeden Fall verbessert worden. Ja. Was soll ich sonst noch sagen? Mir gefallen beide Paletten. Mir gefallen bis jetzt alle Paletten von, nicht Shein, sondern von Max & More. Gerade für den, die Papillon ist ein Favorit von mir. Ah, ich finde, ich finde die nicht schlecht. Mich hat so ein bisschen geärgert, dass dieser Farbton total bescheiden ist.
Also da kommt einfach nicht viel rüber. Das ist hier dieses Duochrom-artige. Da merkt man schon, also die Qualität der Schimmerlidschatten ist hier bedeutend besser als bei dieser. Ich finde sie aber auch nicht schlecht, die Papillon. Also ich finde sie jetzt von den drei, die ich getestet habe, farbtechnisch, weil mir einfach diese Grüntöne nicht unbedingt so dolle stehen. Also der Grünton und der Grünton sowie aber auch der Schimmergrün sind nicht so die bevorzugten Farben auf meinem beweglichen Lid oder aber auch in der Crease. Die wirken alle irgendwie gleich, aber irgendwie doch unterschiedlich. Die haben halt hier eher das wärmere Braun drin. In der neuen ist das dunklere Braun drin. Die haben hier halt die neutraleren Lila-Töne drin, würde ich mal sagen. Ich mag sie alle. Ich finde sie gar nicht mal so übel. Und preistechnisch sind sie vollkommen in Ordnung. Mir stehen halt diese Farben besser. Deswegen bin ich so ein bisschen eingenommen. Genauso auch wie von der Euphoria. Da stehen einfach die Farben besser als bei der Papillon. Daher würde ich sagen, die mag ich einen Tacken lieber. Papillon qualitativ ist aber auch nicht schlecht. Also qualitativ darf man jetzt bei mir gar nicht beurteilen. Die sind auch nicht schlecht. Und die haben nicht nur die, ich weiß nicht, ob man es sieht, die haben nicht nur den Spiegel eingespart. Ich habe das Gefühl, die sind auch, da sieht man das so ein bisschen, die sind auf jeden Fall ein paar Millimeter dünner geworden dadurch. Also ne, die liegt da innen drin und die liegt nicht auf mehr. Und auch hier, da sieht man, die haben so einen Magnet, dass man es nicht halten kann. Ist auf jeden Fall egal. Ich mag qualitativ, finde ich alle drei bis jetzt Max & More getesteten Paletten richtig gut. Farbtechnisch mag ich, glaube ich, die Sparkle bis jetzt am liebsten, weil ich einfach die Farben super gerne auf dem Auge trage. Ist einfach Präferenz und da kann man auch dann nichts dran ändern. Mir stehen halt mit den blauen Augen nicht jede Grüntöne. Mir stehen eher so diese schlammigeren Grüntöne, die so ein bisschen gelbgrün sind, aber nicht diese Blaugrüntöne. Dann wirken meine Augen oder wirkt mein Gesicht immer so ein bisschen fehl am Platz oder so ein bisschen todkrank. Und daher greife ich dann doch lieber zu den etwas wärmeren Formen, vielleicht auch eher pink. Pink funktioniert auch total gut bei blauen Augen und ich finde die gut. Ich finde die Sparkle richtig, richtig gut. Bin froh, dass ich mir die geholt habe. Ich warte jetzt nur noch auf die Honey von Fab Factory. Die werde ich auf jeden Fall auch nochmal reviewen, wenn die endlich bei uns im Action verfügbar ist. Ist ja immer so eine Sache, Action und Verfügbarkeit. Ich höre dann immer nur die ganzen, wie heißen sie, die ganze Verkäuferin. Nee, unsere Bestellung wurde schon wieder abgelehnt, wo ich mir dann denke, so, toll. Yay, bestell doch mal die Sachen, die ich haben möchte. Ja, blaue Augen geht halt eher in die kühle Richtung. Ich bin neutral, habe blau-grüne Augen, da passt kein Rot. Oh, ja, ich habe eher so dieses Meerblau, also richtig Meerblau und bin eher vom Unterton, würde ich mal behaupten, wärmer bis neutral. Und da geht echt kein Grün. Grün sieht, oder geht schon. Ich mache das immer machbar und mir ist es auch eigentlich egal. Aber ich merke immer so am Ende des Tages, dass ich damit komisch aussehe. Egal, ob ich jetzt dieses Türkisblau oder so, oder aber auch manche Grautöne wirken bei mir total komisch. Dann wirken meine Augen nämlich grau. Wirklich mausgrau und nicht mehr blau. Und deswegen gehe ich dann eher so ein bisschen in die wärmere Richtung, in die langweilige braune Richtung schon fast oder in die Orangetöne. Die Orangetöne wirken nämlich auch bei blauen Augen mega. Ja, ich würde mal sagen, ich habe jetzt mal lange genug gequatscht. Ich brauche nämlich noch einen neuen Kaffee. Der ist nämlich da, ich glaube, der ist kalt geworden. Ich habe immer meinen Kaffee da stehen und vergesse dann immer wieder, den nachzufüllen. Übrigens, ich habe euch ja mal ganz am Anfang oder beziehungsweise vor ein paar Monaten meinen Kaffeebecher, nicht mein Kaffeebecher, mein Trinkbecher in die Kamera gehalten. Ich weiß nicht, ob ich den noch unten verlinkt habe oder die Verlinkung rausgenommen habe. Ich glaube, die habe ich rausgenommen. Der ist, kann ich aber euch gerne, wenn ihr Bedarf daran habt, den mal wieder euch reinsetzen. Ich benutze ihn mindestens zweimal am Tag. Der Verschluss ist jetzt nicht unbedingt derjenige, der extrem gut dicht hält, beziehungsweise doch der hält dicht. Man muss ihn drehen. Der hat hier, ohne dass das jetzt klappert, denn mein Strohhalm steckt da noch drin, der hat hier halt so ein Gummi und das Gummi ist ein bisschen sehr fest und sehr viel, aber jeden Tag. Das ist halt ein Stanley Cup für die Einfachen. Der hält super lange warm, der hält super lange kalt. Es gehen 850 Milliliter rein, man kriegt zwei Deckel. Einmal ein Deckel mit hier nur einer Ausbuchtung, der geht leider nicht zu. Und einmal diesen Deckel, wo man hier nochmal den Pömpel drauf machen könnte, wenn man möchte. Und halt für einen Strohhalm geeignet ist, aber auch hier vorne zum Raustrinken.
Ich habe mir das hier schon, ich glaube, das seht ihr, so ein bisschen kaputt gebrochen. Wie? Ich habe keine Ahnung. Auf einmal war da so eine Macke ab, aber trotzdem hält das noch komplett. Ich mache da hier diesen Frio-Tee rein oder diesen gekühlten Tee. Ich mache da aber auch warmen Tee rein. Ich mache da auch Cola. Ich mache den mindestens zweimal am Tag voll und trinke den super gerne. Den hatte ich auch im Urlaub dabei und mega. Ich liebe den. Kein Henkel oder so, sondern einfach nur so. Ich mag das lieber als manchmal so ein Henkel bei so großen Teilen und ist halt einfacher zu verstauen. Und der Henkel ist halt nicht im Weg. Ja, das nochmal ganz zum Schluss. Ich trinke mir jetzt nochmal einen weiteren Kaffee und räume hier mein Chaos wieder auf. Und dann sehen wir uns spätestens morgen. Ich versuche heute das Wanderpaket von meinen Abonnentinnen noch voll zu machen bzw. zu bearbeiten. Ich habe gestern nichts mehr geschafft. Gestern war wieder so ein chaotischer Tag, den man sich keinem wünscht. Und deswegen hat auch nichts geklappt. So, aber jetzt, ich sag mal Tschüss und wir sehen uns morgen früh spätestens in einem Live wieder. Tschüss.